Willkommen zum Versuch der Übertragung unseres Seminars in einer Online-Version. Und wir werden uns heute mit der relativen Chronologie beschäftigen. Ich muss vorwegschicken, das ist zwar nicht das erste Video, das ich in dieser Form produziere für Lehrveranstaltungen. Das ist das erste, das über so eine lange Strecke funktioniert oder funktionieren soll. Das heißt, wir werden mal schauen, wie gut das funktioniert. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir hier halbwegs sinnvoll durchkommen. Wie gesagt, relative Chronologie. Und wir haben uns ja schon letzte Sitzung mit der Stratigraphie beschäftigt, die sehr enge Beziehungen zur relativen Chronologie hat. Auf Details für die Stratigraphie werde ich jetzt im Folgenden nicht mehr eingehen. Aber wir haben ja schon gesehen, dass aus der Reihenfolge der Ablagerung eine relative Abfolge von Horizonten, Fundkomplexen und Ähnliches herausfallen kann. Und dass das ein sehr gutes Mittel ist, um zu überprüfen, ob etwas zeitlich geordnet ist und Zusammenhänge zwischen diesen zeitlich geordneten Dingen festzustellen. Wir werden jetzt schauen, wie wir das auf höherer Ebene noch produzieren können und welche Bedingungen es dazu gibt. Dazu müssen wir uns zum einen erst einmal mit der relativen Chronologie als solches beschäftigen, dann aber auch sehr spezifisch mit der Klassifikation in der Archäologie als ein grundlegendes Element, um Typen zu definieren. Also die Typfrage werden wir jetzt auch angehen. Und im Folgenden werden wir dann ein oder zwei Möglichkeiten sehen, wie wir diese Typen in eine zeitliche Ordnung bringen und wie wir das eben erst einmal vielleicht unabhängig von der Stratigraphie tun und wie wir Stratigraphie dann als Bestätigung oder als Qualifizierung unserer zeitlichen Ordnung benutzen können. Auf das Organisatorische mit Fragen und Rückfragen können wir aufgrund des Formates hier nicht so eingehen, aber falls Sie Fragen noch zu den Referaten für die naturwissenschaftlichen Methoden haben oder zur Hausarbeit bezüglich der Harris-Matrix, schreiben Sie mir am besten eine E-Mail. Und ansonsten ist es umso wichtiger in der jetzigen Situation, dass Sie sich über KSL angemeldet haben. Ich gehe mal davon aus, dass es inzwischen alle gemacht haben, so dass ich Ihre E-Mail-Adressen habe und Sie auf den Laufenden halten kann, wenn zum Beispiel neue Videos eingestellt werden oder wenn wir in irgendeiner Form eben kommunizieren müssen, dürfen, können, da wir das ja jetzt nicht mehr face-to-face machen können. Okay, also relative Chronologie, und die Folie haben Sie schon gesehen, beschäftigt sich, also Chronologie als solches, ist die Lehre von der Zeit. Und in der Archäologie meint es in allermeisten Fällen die Zeitbestimmung von etwas. Wobei es nicht unbedingt um die Zeitbestimmung eines einzelnen Objektes geht, das wäre eher Datierung, sondern die Zeitbestimmung in Entwicklungen, in Veränderungen. Das Konzept der relativen Chronologie geht dabei davon aus, dass wir die zeitlichen Verhältnisse von Phänomenen zueinander beschreiben, insofern als dass wir sagen, zwei Phänomene sind entweder zeitgleich oder ein Phänomen ist vor einem anderen Phänomen aufgetreten. Diese Reihenfolge, diese Ordnung kann erst einmal auf verschiedene Art und Weisen hergestellt werden. Wenn sie nicht durch die Stratigraphie hergestellt wird, dann ist sie zum Beispiel durch Stratigraphie überprüfbar. Man kann aber auch eine relative Chronologie rein an der Stratigraphie aufstellen. Dann nützt aber die Stratigraphie als unabhängiges Kriterium zur Überprüfung eben nichts mehr, weil wir die Stratigraphie schon benutzt haben, um diese zeitliche Reihenfolge festzulegen. Das ist im Allgemeinen jetzt auch im Folgenden so, dass es sehr sinnvoll ist, wenn wir eine Reihenfolge aufstellen, wenn wir eine Chronologie aufstellen, dass wir diese Chronologie mit Hilfe von unabhängigen Daten, unabhängigen Indikatoren überprüfen, validieren und gegebenenfalls eben feststellen, ob eine zeitliche Reihenfolge tatsächlich vorhanden ist. Die relative Chronologie, auch wenn wir heutzutage sehr viele absolut chronologische Daten haben, so trifft das eben nicht auf alles zu. Und für viele Situationen müssen wir dennoch das Mittel der relativen Chronologie oder den Werkzeugkasten der relativen Chronologie benutzen und damit verbunden auch den Werkzeugkasten der Typologie, um Dinge einzuordnen. Das können einerseits eben lose Einzelfunde sein, die irgendwo aufgelesen werden und die wir zeitlich einordnen wollen, aber auch nicht datierbare
Situationen oder eben Altfunde, bei denen wir keine C14-Daten oder Dendro-Daten erheben können, aber auch rein vom Kosten-Nutzen-Faktor ist es häufig nach wie vor sinnvoll, eine zeitliche Beziehung festzustellen, ohne komplizierte Geräte Archäologie zu benutzen, also ohne Messgeräte zu arbeiten, denn C14-Daten sind nach wie vor relativ teuer. Wir reden da so von 200 Franken aufwärts für ein C14-Datum. Und es gibt eben gerade auch verschiedene Länder, die sich diese Kosten nicht leisten können. Und um auch die in den wissenschaftlichen Kanon einzubeziehen, ist es sinnvoll, eben weiterhin diesen Werkzeugkasten zu benutzen. Andererseits eben auch innerhalb der Situationen der westlichen Länder, wo man C14-Daten durchaus in größerer Menge erheben kann, ist es nach wie vor wichtig, sinnvoll, dass wir nicht jede einzelne Scherbe datieren, selbst wenn das möglich wäre. Das wäre einfach vom Kosten-Nutzen-Faktor her nicht sinnvoll. Okay. Um jetzt uns mit der relativen Chronologie zu beschäftigen, müssen wir uns erst einmal mit verschiedenen Ansätzen dazu beschäftigen. Einer der ersten und nach wie vor eigentlich einer der grundlegendsten Ansätze ist das, was Oskar Montelius in den späten 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert als die typologische Methode entwickelt hat. Ziel seiner typologischen Methode war es eben, eine relative Chronologie über weite Bereiche, vor allen Dingen der Bronzezeit, aufzustellen. Und er bediente sich dabei einerseits gut bekannten und nach den damaligen Verhältnissen gut dokumentierten Funden, aber er sagte vor allen Dingen, dass etwas wie Stratigraphie in den wenigsten Fällen vorliegt, zumindest bei den Funden, die er betrachtet hat, und das waren vor allen Dingen Grabfunde. Da gibt es zwar einzelne Grabkonzepte in der Prähistorie, wo wir eine Stratigraphie auch durchaus beobachten können. Grabhügel mit mehrfach oder mit sukzessiven Bestattungen, da kann man so etwas sehen, aber in vielen Fällen ist eben bei einem Grabfund keine Stratigraphie vorhanden. Was allerdings bei Grabfunden häufig vorhanden ist, ist etwas, was eher als geschlossenen oder als sicheren Fund bezeichnet, was wir heute als geschlossenen Fund bezeichnen würden. Das ist eine Situation, in der die Dinge, die wir vorfinden im archäologischen Kontext, wo wir davon ausgehen können, dass diese so, wie sie jetzt vorgefunden sind, auch zusammen in den Boden gekommen sind und danach eben nicht mehr verändert worden sind. Das heißt also, abgesehen von dem, was sich durch die Erhaltungsbedingungen verändert, ist kein weiterer Eingriff menschlicher oder natürlicher Ursache geschehen, der diese Fundzusammensetzung hätte verändern können. Das heißt, wir bekommen einen Einblick in eine Situation, in eine prähistorische Handlung, bei der wir davon ausgehen können, dass all die Dinge, die wir dort in diesem Kontext sehen, zeitgleich zumindest in Verwendung gewesen sind. Das heißt nicht zwingend, dass sie zeitgleich produziert worden sind, denn es gibt einige Objekte, die eine gewisse Laufzeit haben, bevor sie in den Boden gelangen, auch bei Grabfunden. Die meisten Objekte werden sicher benutzt worden sein, bevor sie dem Bestatteten der Bestatteten mitgegeben worden sind. Aber zumindest sind sie alle zeitgleich greifbar gewesen. Das trifft häufig auf Grab-Situationen zu, aber kann eben auch auf Depot-Situationen zutreffen oder auf gut abgeschlossene Straten in Siedlungsgrabungen. In Grabkontexten haben wir das aber häufiger vorliegen. Abgesehen von solchen Situationen wie Grabraub oder Situationen, wo aufgrund der geologischen, der geomorphologischen Verhältnisse sich Verschiebungen ergeben. Oder wenn man ausschließen kann, dass Maulwürfe oder ähnliche Tiere Funde verschleppt haben, was durchaus passieren kann, dann ist in allermeisten Fällen so ein Grab ein einmaliger Eingriff gewesen und demzufolge sind alle Dinge, die dort niedergelegt worden sind, auch eben zeitgleich zur Verfügung gestanden. Das ist für Montelius ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, um einen solchen Fund und die Zusammensetzung eines solchen Fundes weiter auszuwerten. Sein Startpunkt ist dabei ein anderer.
So ein Startpunkt, um eine relative Chronologie zu erstellen, sind eigentlich die Objekte selber. Das heißt, er betrachtet einzelne Typen von Objekten. Und was das genau bedeutet, dazu kommen wir im Weiteren noch. Er betrachtet einzelne, sagen wir mal, funktionale Klassen von Objekten. Hier sind es Fibeln. Und schaut sich an, betrachtet, wie sich diese Fibeln in unterschiedlichen Grabkontexten, von denen er ausgeht, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten niedergelegt worden sind, verändern. Wir können, wenn wir uns diese Reihen hier anschauen, können wir sehen, dass sich hier Veränderungen vollziehen. Zum Beispiel werden diese Platten hier immer größer, die Bügelform ändert sich, sie wird von langgestreckt eher so zu halbrund. Das Verhältnis von Länge des Bügels zur Höhe des Bügels verändert sich, das wird immer kleiner. Von daher kann man hier eine Abfolge sehen. Diese Abbildungen, die wir hier sehen, sind schon mal vorgeordnet, insofern, als dass diese Abfolge für den Betrachter am meisten Sinn ergibt in Hinsicht einer kontinuierlichen allgemeinen Entwicklung. Also diese Form ist am ähnlichsten dieser Form, ist dann wieder am ähnlichsten dieser Form von allen anderen, die noch übrig bleiben und so weiter. Und das ist die Grundidee. Man geht davon aus, dass sich Typen, dass sich funktionale Objekte im Alltag langsam und allmählich ändern und dass man eine gleichmäßige Entwicklung beobachten kann von Elementen, die eben nach und nach sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und die Entwicklungsrichtung ist eigentlich auch schon bei Montelius festgeschrieben. Seine Idee ist, dass sich die allermeisten Dinge von einfachen Objekten zu komplexeren Objekten verändern, also von Objekten auch, die weniger Arbeitsaufwand zur Herstellung benötigen, zu solchen, die mehr Arbeitsaufwand benötigen. Und das können wir hier eben auch ganz gut sehen. Hier haben wir relativ große Platten mit sehr ausgeprägter Verzierung und sehr gut ausgearbeitetem Bügel hier. Also die Idee ist, dass in der allgemeinen Entwicklung Objekte dazu neigen, komplexer, arbeitsaufwendiger, elaborierter, schöner zu werden. Dass Menschen versuchen, und das ist die Grundidee, immer bessere Objekte herzustellen. Das ist natürlich eine Prämisse, die schwierig ist, und wir werden noch Gegenbeispiele dazu sehen. Jetzt sei schon mal gesagt, das lässt sich eben nicht in allen Fällen halten, denn es gibt unvorhergesehene Entwicklungen in der Entwicklung von Objekten, die eben nicht immer, die es nicht möglich machen, dass man fest davon ausgeht, dass eine solche Entwicklungsrichtung stattfindet. Ein wichtiges Element bei der Aufstellung dieser Serie ist für Montelius das sogenannte typologische Rudiment. Das sind Dinge, die ursprünglich eine Funktion hatten, die dann aber aus der Funktion geraten und nur noch als Element mitgeschleppt werden, als Verzierungselement, nicht mehr als funktionales Element. Und das kann man bei den Fibeln jetzt hier nicht so gut sehen. Ich gehe schon mal in Folie weiter und springe da gleich wieder zurück. Wenn wir uns hier zum Beispiel die Beile betrachten, so können wir sehen, dass das ist jetzt nicht absolut optimal, aber wir können sehen, dass wir hier zuerst diese Randleistenbeile haben und dann haben wir hier Tüllenbeile und bestimmte Elemente, bestimmte Erscheinungsformen dieser Randleistenbeile, eben die Randleisten, sind hier als Verzierungselement noch auf dem Tüllenbeil sichtbar. Es hat also keine Funktion mehr als solches, es wird aber als Rudiment weiter in der Verzierung produziert, um ein Aussehen zu erreichen, das möglichst dem Vorgänger entspricht. So die Idee bei Montelius. Und das Ganze, also sowohl hier diese Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen, als auch diese Idee mit dem typologischen Rudiment, kommt aus der Leitwissenschaft des 19. Jahrhunderts, aus der Biologie, wo wir in der Entwicklung von Spezies sehen können, dass, zumindest nach der Lesart der damaligen Zeit, dass Lebewesen sich vom Einfachen zum Komplexen Lebensformen entwickeln und auf der anderen Seite, dass bestimmte
bestimmte Eigenschaften der Physiologie verkümmern können und trotzdem eine gewisse Zeit noch vorhanden sind. Man denke zum Beispiel an die Hinterbeine von Walen, die durchaus noch in Knochen angelegt sind, die aber überhaupt keine Funktion mehr haben, die aber sozusagen als Rudiment der ursprünglichen Funktion nach wie vor in dem Gesamtbauplan vorhanden ist. Und diese Idee ist es, die Ontelius hier auf die Entwicklung von Objekten, auf die materielle Hinterlassenschaft überträgt und sagt, hier haben wir ähnliche Tendenzen. Man muss dazu sagen, im Großen und Ganzen ist diese Grundidee nicht falsch. Wenn wir uns anschauen, wie wir von, sagen wir, einfachen Faustkeilen zu Mobiltelefonen gekommen sind, so kann man schon sagen, dass da insgesamt eine deutliche Erweiterung der Komplexität stattgefunden hat und dass bestimmte Eigenschaften, die, wie wir an den Beilen gesehen, dieses typologische Rudiment auch tatsächlich aufzeigen können. Das Problem ist nur, dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, weil, wenn man genauer hinschaut und mehr Objekte sich anschaut, man feststellen wird, dass diese Reihung eben in vielen, vielen Fällen nicht so funktioniert und nicht so einfach durchzuführen ist. Bei Oscar Montelius war der Fundkorpus der prähistorischen Archäologie noch sehr, sehr begrenzt. Das heißt, da war es noch relativ einfach, nur sich auf die großen Entwicklungen zu konzentrieren und diese eben nachzuvollziehen. Je mehr Objekte wir allerdings kennen, umso deutlicher wird, dass die Variabilität der Objekte innerhalb zum Beispiel der gleichen Zeitstufe deutlich größer ist als das, was man zu der Zeit vermutet hat und der deswegen nicht jedes einzelne Objekt so einfach in den gemeinsamen Kanon einbringen können. Was dann noch wichtig ist, und das geht bei Montelius eben auch, um die Überprüfung seiner typologischen Reihe oder Serie. Er benutzt dazu zwei Dinge. Einerseits die Stratigraphie, der aber, wie schon gesagt, relativ wenig Bedeutung beimisst, weil er meint, die gibt es nicht so häufig. Eine andere Sache ist die Parallelisierung von typologischen Reihen. Ich hatte gesagt, er stellt zuerst eine typologische Reihe anhand von Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten seiner Objekte innerhalb einer funktionalen Klasse, eines seiner Typen, fest und macht das aber nicht nur für eine funktionale Klasse, sondern eben auch nicht nur für die Fibeln, sondern auch für die Beile und für die Gürteldosen, wie wir gleich sehen werden, und für die Schwerter und ordnet sie so zueinander und dann betrachtet er wieder die geschlossenen Funde und schaut, ob, wenn wir die geschlossenen Funde in ihrer Zeitlichkeit anhand einer typologischen Reihe sortieren, ob die anderen typologischen Reihen dann auch in der vorgeschlagenen Reihenfolge vorgefunden werden. Wenn wir zum Beispiel hier also die Fibeln haben und sie entsprechend sortieren, dann sollten die Reihung der Beile sollte dann in die gleiche Richtung zeigen. Es kann sein, dass wir zwischendurch Überlieferungslücken haben und dass wir nicht zu jedem Grab entsprechende Beile vorliegen haben. Es kann aber auch sein, dass die Entwicklung eines Typus langsamer vonstatten geht als die Entwicklung eines anderen Typus. Hier zum Beispiel haben wir, und ich hoffe, man sieht meinen Mauszeiger, hier haben wir die Reihe der Fibeln, entwickelt sich anscheinend relativ schnell. Hier haben wir vielleicht die Reihe der Beile, die entwickelt sich langsamer. Also auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Typen, verschiedene unterscheidbare Typen von Fibeln, kommen hier nur 4 unterscheidbare Typen von Beilen. Trotzdem ist die Richtung hier die gleiche. Also von A, B, C, D, E, F und A, B, C, D, die Entwicklungsrichtung, die vorsortiert ist. Und wenn man das dann mit den einzelnen Bestattungen und den einzelnen geschlossenen Funden in die richtige Reihenfolge bringt, zeigt es in die gleiche Richtung. Folgende Serien sind aber nicht parallel. Hier kann man sehen, dass die zweite Serie, nachdem wir die Funde nach der ersten Serie sortiert haben, eben nicht von A nach D geht oder nach E geht, sondern dass wir hier ein Durcheinander haben. Und das ist für Oscar Montelius ein Zeichen dafür, nicht, dass die Entwicklung vielleicht anders verlaufen ist, sondern dass man einen Fehler beim Aufstellen der Reihe gemacht hat. Also er schließt im Grunde genommen aus, dass sich bestimmte Eigenschaften so verändern, sondern im Grunde genommen ist die Idee dahinter, man hat nicht nach den richtigen Kriterien geordnet. Es muss nach seiner Lesart eigentlich immer eine lineare Entwicklung von Typen vorliegen. Man muss die immer finden können und wenn das nicht passt,
wie in diesem Beispiel, dann hat man einfach an den falschen Eigenschaften geguckt. Okay, diese Methode hat er jetzt zum Beispiel angewandt, um die nordische Bronzezeit zu sortieren, eben anhand von diesen Fibelformen, Beilen, Schwertern und diese Gürteldosen, wo wir allgemein sehen können, mehr oder weniger, dass wir von einfachen Formen zu komplexeren Formen gehen. Bei den Gürteldosen haben wir am Ende Formen, die jetzt nicht mehr so komplex aussehen wie das hier. Dann weicht Montelius diese Grundidee auf und sagt, okay, es gibt auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel bestimmte Formen degenerieren. Dann haben wir, also es wird gleich wertend betrachtet und wir haben hier dann sozusagen eine Phase, in der die Kultur degeneriert und trotzdem nimmt er an, dass das insgesamt eine lineare Entwicklung ist. Wenn wir diese Gruppen von Objekten parallelisiert haben und dargestellt haben, und wir sehen jetzt hier eben nur ein paar Ausschnitte, dann schaut Montelius oder ein Archäologe, der auf seiner Methode arbeiten möchte, danach, wo haben wir die größten Unterschiede, wo haben wir die größten Sprünge zwischen den einzelnen Typen, wo sind die größten Unähnlichkeiten innerhalb der Reihe vorhanden, auch wenn wir unterschiedliches Material betrachten. Und dieses wird dann gerne als eine Phase abgegrenzt. So hat Montelius hier eben 6 Phasen aufgestellt, die bis heute in ihrer Reihenfolge grundsätzlich richtig sind. Also das nochmal dazu, dass diese typologische Methode tatsächlich in sich häufig sehr gut funktioniert, wenn man die großen Zusammenhänge betrachtet, wenn man eine Zeit also von 1000 Jahren oder 1400 Jahren betrachtet, dann wird die grundsätzliche Reihenfolge in sich stimmig sein. Wir operieren aber heutzutage auf sehr viel feineren Zeitskalen, also da ist es dann schwierig, da wird die Variabilität, die nicht zeitlich bedingt ist, innerhalb der einzelnen Typen sehr viel stärker. Also zeitgleiche Typen definieren eine archäologische Periode. Zeitgleichheit wird durch die geschlossenen Funde bestimmt, das hatten wir auch gesehen, das passiert eben bei der Parallelisierung der Reihen. Wohingegen wir hier diese Typenserien haben, die unabhängig erst einmal voneinander aufgestellt werden, von einzelnen Metatypen, hier eben Fibeln. Innerhalb der Fibeln haben wir vielleicht Untertypen. Das sind dann die Fibel A oder Fibel G hier nach diesem Schema. Und diese werden sortiert. Und dann sollte eben die grundsätzliche Sortierung all dieser Reihen in sich stimmig sein. Und dann können wir eine Gesamtchronologie aufstellen. Okay. Genau, dieses Verfahren ist durch geschlossene Fundestratigraphien und naturwissenschaftliche Methoden sowie Feintypologien über die Zeit verbessert worden. Naturwissenschaftliche Datierungen, spielen eben heutzutage eben auch eine wichtige Rolle. Trotzdem sind viele der Entwicklungen, wo wir entsprechende Daten nicht haben, nach wie vor über solche typologischen Methoden sortiert. Und das bezieht sich, wie wir später sehen werden, nicht allein auf dieses dieses Sortieren von Hand und nach dem Auge, sondern es gibt eben auch mathematische Verfahren, die versuchen, Ähnlichkeiten zu bestimmen. Nichtsdestotrotz basiert es im Grunde auf der gleichen Logik, dass wir einerseits eben große funktionale Gruppen bestimmen können und innerhalb dieser großen funktionalen Gruppen kleinere funktionale Untergruppen wie die einzelnen Fibeltypen innerhalb der Gesamtfibelentwicklung, und dass wir festlegen können, ab wann etwas zu einem Typ gehört und ab wann es einen anderen Typ darstellt. Das Problem ist jetzt, Oskar Montelius lässt sich in der Grundpublikation die typologische Methode. Er sagt, dass es sehr, sehr wichtig ist zu erkennen, was ein Typ ist und diese Typen voneinander abzugrenzen. Er gibt uns aber wenig Hilfestellung dazu, wie das Ganze tatsächlich funktionieren kann. Und das ist etwas, was sich auch durch die gesamte Forschungsliteratur im Grunde genommen der Archäologie durchzieht. Was jetzt zu einem Typ oder wie man jetzt einen Typ tatsächlich definiert, bleibt sehr, sehr undefiniert. Wir wissen, es gibt keine allgemeine Handreichung, die uns sagt, ab dann ist etwas ein neuer Typ und bis dahin müssen wir Dinge in den gleichen Typ einordnen. Das liegt ein bisschen in der Grundstruktur
der Frage nach Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, dann, wenn wir uns entscheiden müssen, oder für unterschiedliche Leute, für unterschiedliche Personen, sind unterschiedliche Objekte unterschiedlich ähnlich oder unähnlich. Und das ist eines der Probleme, der Nachteile eben eines solchen Herangehens. Okay, gehen wir mal weiter. Wie gesagt, wir brauchen eine Typeinordnung. Wir müssen uns erstmal ein bisschen darauf einigen, was ist ein Typ und wie können wir Typen festlegen, bevor wir eine solche Typochronologie erstellen können. Typologien in der Archäologie meinen allgemein Gruppenzuordnung oder konkrete Einteilung von Gruppen von Objekten. Und das trifft eigentlich auch jenseits der Archäologie zu. Die Typologie ist die Lehre von den Typen. Die Typologie entspricht weitgehend einer Klassifikation von Objekten in Kategorien. Also eine Gruppenzuordnung ist gleichzeitig eine Klassifikation. Wenn ich Dinge zusammenpacke in eine Gruppe, trenne ich sie auch von anderen Dingen. Und Gruppenzuordnung und Klassifikation sind eigentlich nur Synonym. Als Kategorie werden bei einer Klassifikation eine Menge von Objekten bezeichnet, die sich aufgrund gemeinsamer Merkmale in Abgrenzung zu anderen Objekten zu einer anderen Gruppe zusammenfassen lassen, bezeichnet. Also, oder um das mal anders zu formulieren, eine gute Einteilung ist eine solche, in der die Ähnlichkeiten innerhalb der Gruppe größer ist als zu den anderen Objekten einer anderen Gruppe. Oder anders ausgedrückt, die Unähnlichkeit von Objekten innerhalb der Gruppe sollte kleiner sein als die Unähnlichkeit zwischen Gruppen. Wenn ich eine andere Gruppe habe mit anderen Objekten, soll die insgesamt unähnlicher sein als die Objekte, die ich in meine Gruppe versammle. Das basiert, diese Idee, dass wir Dinge einteilen können und sie nachher vielleicht später auch gleich in ihrer Entwicklungsrichtung betrachten können, basiert auf zum Beispiel der Einteilung der Lebewesen nach bestimmten Merkmalen, wie sie Linné im 18. Jahrhundert sehr erfolgreich betrieben hat. Und das System bestimmt bis heute eigentlich unsere biologische Klassifikation. Aber auch Einteilen von Werken nach Genres, Gruppieren von Gefäßen nach funktionalen Gruppen. Was ist eine Tasse in unserem Küchenschrank? Was ist ein Teller? Und im Grunde genommen ist es eine Tätigkeit, die wir im Alltagsleben ständig vollziehen. Wir klassifizieren und gruppieren Objekte und Erscheinungen in ähnliche und unähnliche Erscheinungsformen. Das machen wir rein aus unserer eigenen Evolution heraus, weil es uns hilft, besser mit der Welt umzugehen. Das heißt, auch die prähistorischen Menschen werden Gruppen von Objekten haben, gehabt haben, die sie als ähnlich oder unähnlich betrachtet haben und zum Beispiel bestimmte funktionale Zuordnungen getroffen haben oder bestimmte Eigenschaften von Gefäßen, also dass Gefäße gehabt haben, wo ein Gefäß das andere ersetzen kann, weil es eigentlich genau das gleiche ist, nur eben eine andere Ausführung des Ganzen. Das ist natürlich nur eine Annahme, aber es ist eine relativ plausible, dass das auf den vorgeschichtlichen Menschen genauso zugetroffen hat wie auf uns, weil die Alltagsprobleme eben weitgehend die gleichen sind auf dieser Metaebene. Das heißt, eine mögliche Zielsetzung einer Typologie kann sein, die Einteilungen des vorgeschichtlichen Menschen zu reproduzieren, dass man versucht, genau die gleiche Einteilung zu bekommen in unterschiedliche Objektklassen, in unterschiedliche Gruppen, wie es der Produzent und Benutzer dieser Objekte in der Vergangenheit gehabt hat. Schwierig dabei ist natürlich, dass wir kein Überprüfungskriterium haben. Eine andere Einteilung, ein anderes Ziel könnte es sein, eine Typologie so aufzustellen, eine Klassifikation von Objekten so aufzustellen, dass sie möglichst leicht nachvollzogen werden kann aus unserer heutigen Sicht, dass sie sich anhand von sehr eindeutigen Merkmalen abzeichnet, so dass der nächste Forscher oder die nächste Forscherin eigentlich zu den gleichen Einteilungen kommen würde und dass man leicht neue Objekte in diese Klassifikation einführen kann. Und das sind zwei sich widerstreitende Ansätze oder Ansprüche, die seit längerem, spätestens seit den 60er Jahren, im Grunde genommen parallel laufen und
unterschiedliche Herangehensweisen an eine typologische Einteilung darstellen. Nichtsdestotrotz bleibt die Grundidee, dass wir unterschiedliche Objekte zusammenfassen können zu einer größeren Menge von Objekten, die dann eine bestimmte Klasse, eine bestimmte Gruppe von Objekten darstellen. Der Typ, das Konzept Typ, beruht dabei, vor allen Dingen in der Archäologie, vor allen Dingen auf dem Vorhandensein von diagnostischen Merkmalen. Das heißt Merkmalen, die eindeutig bestimmbar sind und die diese Gruppe von Objekten, diesen Typ, von anderen Typen unterscheiden. Diese diagnostischen Merkmale, und das dient eben dazu, fangen wir anders an. Diese diagnostischen Merkmale stellen eine Auswahl von allen möglichen Merkmalen dar, die diese Objekte haben können. Durch diese Auswahl reduziert die Komplexität in der Einteilung. Sie ist aber auch fragestellungsabhängig. Wenn ich zum Beispiel meinen Küchenschrank sortieren möchte nach unterschiedlichen Farben, dann wird die Farbe für mich ein diagnostisches Merkmal sein, um einen sehr ansehenswerten Inhalt meiner Vitrine zum Beispiel zu produzieren. Alles, was lila ist, nach links und alles, was gelb ist, nach rechts. Und dazwischen sortieren wir die Dinge eben auch nach Farben. Wenn ich hingegen schaue, dass ich meinen Kaffee morgens trinken kann, dann werde ich mir wahrscheinlich eine Tasse greifen. Gegebenenfalls, weil es keine Tassen da sind, weil sie alle in der Spülmaschine sind, kann ich mir auch vielleicht auch eine Schale nehmen. Ich werde aber bestimmt nicht den flachen Teller nehmen, weil meine Fragestellung in dem Moment diejenige ist, wie kann ich meinen Kaffee sinnvoll trinken, ohne mich zu bekleckern. Also jede Auswahl von diagnostischen Merkmalen für eine Einteilung von Objekten in Gruppen, in Typen, ist davon abhängig, was ich damit erreichen möchte. Wenn wir jetzt einen solchen Typ definieren, wird er nur durch die diagnostischen Merkmale beschrieben. Das heißt, es sollte ausreichen, dass wir die diagnostischen Merkmale haben, um diesen Typ zu erkennen. Er besitzt aber eben noch weitere und durchaus abweichende Merkmale, die nicht berücksichtigt werden. Wie gesagt, wenn ich meinen Kaffee trinken möchte, dann ist mir die Farbe vielleicht egal. Zumindest mir, anderen mag das anders gehen. Auch da wieder die Fragestellungsabhängigkeit bzw. die subjektive Element in der Einteilung von Objekten. Typen sind dabei relative klassifikatorische Einheiten. Das heißt, sie sind Einheiten, in denen wir mehrere Objekte gruppieren, die der Klassifikation dienen und die relativ sind, das heißt, funktionieren nur in Abgrenzung zu allen anderen Typen. Wenn ich nur ein Objekt habe, dann kann ich es nicht klassifizieren, weil ich es nicht von anderen abgrenzen kann. Wenn ich zwei Objekte habe, kann ich sagen, sie sind beide verschieden. Das ist immer der Fall sein. Wenn ich drei Objekte habe, dann kann ich schauen, welche zwei Objekte sind sich ähnlicher und diese zu einer Gruppe zusammenfassen. Aber das geht eben immer nur in Abgrenzung zu den anderen Objekten, die ich betrachte. Das geht nicht aus dem leeren Raum heraus. Also ich kann, auch wenn ich zum Beispiel ein einziges Objekt vor mir habe und als Beil klassifiziere, kann ich das nur deshalb tun, weil ich andere Beile kenne und auch andere Objekte, die keine Beile sind und deswegen diese Unterscheidung vornehmen kann. Zudem sind Typen, vielfach steht hier eigentlich fast immer Abstraktionen. Das heißt, Typen sind keine realen Objekte. Es gibt vielleicht einen Becher oder ein Beil, das meiner Typvorstellung von dem idealen Beil sehr nahe kommt. Aber das ideale Beil ist eben ein ideales Beil. Das heißt, es ist die Idee eines Beils. Und Typen sind solche Idealtypen, Idealformen, die bei den einzelnen Instanzen, einzelne Objekte dieser Idealform sehr nahe kommen können, aber der Typ als solche stellt kein reales Objekt dar, sondern ist eine gedachte Einheit. Und das trifft für den untersuchenden Archäologen zu, wie auch im Alltagsleben für die Klassifikation von Alltagsgegenständen. Ich habe im Kopf ein Idealtyp einer Tasse. Ich weiß, wie eine Tasse ungefähr aussieht. Und ich kann deswegen reale Objekte zuordnen und sagen, das ist mehr eine Tasse oder weniger eine Tasse. Aber diese Tasse als solche, als Typ, existiert nur in meinem Kopf und wird ein anderer Typ sein, eine andere Vorstellung sein als bei Ihnen zum Beispiel oder bei irgendwem anders. Also man muss sich vor Augen führen, Typen sind eben keine echten Objekte, sondern mentale Konstrukte,
Modelle von Gruppen, Idealtypen, und deshalb gibt es eben, oder ja, können sie sich sehr stark von und bei unterschiedlichen Personen unterscheiden, und deswegen fällt es auch sehr schwer, eben sie tatsächlich eins zu eins festzumachen. Wir haben jetzt über unterschiedliche Merkmale geredet. Diese zerfallen im Großen und Ganzen in zwei Gruppen. Das eine ist das, was wir physisch am Objekt feststellen können. Verziehungsstil ist hier ein bisschen gestrichelt, weil das auch wieder im Auge des Betrachters gegebenenfalls liegt, aber physisch durchaus vorhanden ist. Magerung, Textur, Material, Farbe kann man alles bestimmen. Besonders schön kann man Dinge bestimmen, die man messen kann. Höhe, Durchmesser etc. kann man alles an dem Objekt messen und wird, gesetzt die andere Person macht keine groben Fehler, auch von einer anderen Person auf mehr oder weniger die gleiche Art und Weise festgestellt werden. Also hier haben wir Eigenschaften, die wir relativ gut definieren können, die wir relativ gut feststellen können, die wir gegebenenfalls sogar besser feststellen können als die Produzenten dieser ursprünglichen Gefäße. Also welche Elementarzusammensetzung die Magerung hat, das können wir heutzutage mit naturwissenschaftlichen Methoden sehr gut bestimmen. Das konnten die Produzenten zur damaligen Zeit sicher nicht. Die kannten verschiedene Eigenschaften der unterschiedlichen Materialien, die sie verwendet haben, und wussten auch, dass manche Materialien sich besser eignen als andere. Aber wir haben heutzutage eine deutlich bessere Möglichkeit, dieses auch genau zu erfassen, genau zu messen. Und zukünftige Generationen werden das noch besser können. Das hier sind Dinge, die auch in den Bereich der ethischen Klassifikation fallen. Sie erinnern sich vielleicht, ich denke, wir hatten das schon, die Unterscheidung zwischen ethisch und immisch. Ethisch ist der Bereich der Betrachtung von außen, wohingegen die emische Perspektive diejenige ist von innen, also sozusagen wie der prähistorische Mensch eine Klassifikation vorgenommen hat. Und hier haben wir in der Bedeutungsebene sehr stark kontextabhängige Merkmale. Wozu hat das Gefäß gedient? Ist das Gefäß in seiner Form ein Zeichen für eine bestimmte Identität? Wie ist es in Raum und Zeit verbreitet? Gut, das versuchen wir nachzuvollziehen. Hat es eine spirituelle Bedeutung? Ist es kulturell aufgeladen? Zeichnet es eine bestimmte soziale Klasse aus? Und kann zum Beispiel wie der Buntschuh im Bauernkrieg, kann es sogar eine politische Bedeutung besitzen? All diese Merkmale sind vom Nutzungskontext abhängig, kann sich zwischen verschiedenen Personen der Nutzungsebene durchaus auch unterscheiden, werden sich über die Zeit weiterentwickeln und sind abhängig davon, in welche Zusammenhänge diese Objekte eingebunden werden. Das bedeutet auch, dass diese Objekte, diese prähistorischen Objekte, auch für heutzutage für uns eine Bedeutungsebene haben, die kontextabhängig ist. Für uns bedeuten diese Objekte vielleicht eben Forschungsgegenstand, eine Materialklasse, mit der wir unsere Abschlussarbeit produzieren wollen, Objekte, die uns als Bronzezeitler unterscheiden von denjenigen, die sich mehr mit dem Neolithikum oder mit der Eisenzeit beschäftigen. Auch hier haben wir eine Bedeutungsebene dieser einzelnen Objekte für uns, aber sie wird eben definitiv eine andere Bedeutungsebene sein als diejenige, die die prähistorischen Menschen sowohl in ihrer Funktion als Konsumierende, als Nutzende dieser Objekte, als auch in ihrer Funktion als Produzierende, als diejenigen, die diese Objekte geschaffen haben, gehabt haben werden. Und das ist eben die Schwierigkeit. Es gibt bestimmte Bereiche wie Raum und Zeit, die wir versuchen auf jeden Fall zu identifizieren. Funktion ist vielleicht auch noch etwas, was sich vielfach erschließen lässt, zum Beispiel auch über Analyse der Nutzung dieser Gefäße. Wenn es über die weiter übergeordneten Dinge geht, wird es schwierig. Und das sind aber vor allen Dingen auch die Bereiche, die eigentlich wichtig sind für eine Klassifikation. Denken Sie zum Beispiel an Espresso-Tassen. Die stehen nicht nur dafür, dass man daraus sehr wenig Kaffee trinken kann, sondern die stehen auch für eine bestimmte Art von Lebensstil, auf eine bestimmte Art von Einstellung zu Nahrungsmitteln und sind deshalb als Espresso-Tassen sehr stark typisiert im Grunde genommen für uns. Für jemanden, der dieses Konzept nicht kennt und die damit zusammenhängenden Bilder nicht kennt, sind es einfach nur kleine Tassen.
Vielleicht würde diese Person das als Kinderspielzeug einordnen. Aber in ihrer Bedeutung für unser alltägliches Leben ist es eigentlich das Entscheidende, dass diese Espresso-Tassen eben in diese Kontexte eingebunden sind und wir sie deshalb eben ganz klar identifizieren können, unterscheiden können. Das ist ein Bereich, an den eben sehr, sehr schwer ranzukommen ist. Man kann sich dem Ganzen nur langsam nähern und versuchen, aufgrund all der physischen Merkmale, die man beobachten kann und über Hypothesen, die man über die kontextabhängigen Merkmale auf der Bedeutungsebene produziert und diese dann überprüft, die sich diesen Ebenen zu nähern, dieser Klassifikation zu nähern. Das heißt, für uns insgesamt setzt sich ein Typ aus all diesen Eigenschaften zusammen. Uns sind vor allen Dingen diese Eigenschaften zugänglich und wir können sie relativ direkt erfassen. Diese können wir nur versuchen zu erschließen und das Ganze ist eben mit einer sehr großen Unsicherheit behaftet, ob wir aus unserer heutigen Lebenswelt tatsächlich auf die Funktion und Bedeutung von Objekten zurückschließen können, die in der Vergangenheit so verwendet worden sind. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist eben schwierig und bedarf einiges an wissenschaftlicher Rigorosität und Systematik, um sich dem Ganzen sinnvoll anzunähern. Gut, wir haben also unterschiedliche Objekte, die unterschiedliche Eigenschaften haben, die wir teilweise messen können und teilweise für den jeweiligen Benutzer. Und auch wir benutzen archäologische Objekte in unserem Alltag als Archäologen, eine gewisse Bedeutung haben. Und um jetzt diese einzelnen Objekte einzuordnen, sagen wir, diese Objekte gehören zum gleichen Typus, wenn sie eine bestimmte Anzahl gleicher diagnostischer Merkmale haben. Also hier oben haben wir alles Glockenbecher und diese sehen sich in ihrer Form relativ ähnlich in der Verzierung, dass wir so diese bandartigen Verzierungen haben mit Stempeleindrücken oder ähnlichem anderen. Und diese bringen wir jetzt zusammen, diese einzelnen realen Objekte, in etwas, und hier sollte vielleicht idealerweise didaktisch eine Zeichnung sein, in etwas, was wir als Typ definieren, also sozusagen die Essenz der Eigenschaften, die wir im Realen beobachtet haben. Und hier fließen eine gewisse Anzahl Elemente aus der physischen Ebene ein, eine gewisse Anzahl aus der Bedeutungsebene, und das unterscheidet sich eben je nachdem, welchen Zugang man dazu hat. Für uns als Untersuchende aus der ethischen Perspektive, die physische Ebene eine größere Rolle spielen. Für die zeitgenössischen Produzenten und Benutzer wird diese Bedeutungsebene eine größere Rolle spielen. Da sehen wir schon wieder eine Divergenz in der Art und Weise, wie man verschiedene Objekte klassifizieren kann. Und eine weitere Schwierigkeit in der Hinsicht, wie diese Objekte eben, wie wir versuchen können, ob wir uns einer ehemalig vorhandenen Klassifikation annähern können. Okay, wozu machen wir das eigentlich? Der Zweck dieses Typenkonzeptes ist es, wie von Klassifikationen im Allgemeinen, Aussagen zu einer bestimmten Menge von Objekten zu ermöglichen. Wenn wir das nicht tun könnten, müssten wir über jeden Gegenstand individuell reden. Wir könnten keine allgemeinen Aussagen zu Objekten machen. Wenn ich zum Beispiel über Tassen rede, kann ich sagen, dass man aus Tassen gut trinken kann. Andere Beispiele hier wären Dinge, die man so vielleicht in der archäologischen Literatur finden können. Alle Funde von Typ 1 sind Beile, die der Holzbearbeitung dienten. Das heißt, wir haben vielleicht diesen Typ 1 so definiert, dass er eine bestimmte funktionale Form hat. Wir haben bei einigen vielleicht feststellen können über Mikrospurenanalyse, dass hier tatsächlich eine Holzbearbeitung stattgefunden hat. Und wir schließen dann, dass wahrscheinlich alle Beile, die in dieser funktionalen Form so geschaffen sind, einer ähnlichen Funktion gedient haben. Wir gruppieren also möglichst ähnliche Dinge zusammen aufgrund einer bestimmten Fragestellung, wie muss ein Beil aussehen, um zur Holzbearbeitung zu dienen, um dann darüber Aussagen zu treffen. Oder uns interessiert etwas bezüglich der Zeitlichkeit, das heißt, wir können erst definieren, dass Typ 2 mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Phase 3 datiert, was auch immer dahinter steckt, wenn wir uns darauf geeinigt haben, was jetzt Objekte von Typ 2 sind. Und wir könnten zwar auch über jedes einzelne Objekt reden, aber das ist nicht Sinn und Zweck unserer Wissenschaft oder der Wissenschaft allgemein. Wissenschaft versucht immer, Komplexität zu reduzieren, das ist unsere Aufgabe. Und über diese
Zusammenfassung von Objekten können wir eben die Komplexität reduzieren und können weiterführende Analysen machen und können Dinge miteinander verbinden, die vielleicht nicht am gleichen Ort vorgefunden sind. Wenn wir zum Beispiel einen Typ definieren, können wir feststellen, dass der zu unterschiedlichen, in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Fundkontexten gefunden worden ist und können dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit daraus schließen, dass er zu einer bestimmten Zeit, dass zu einer bestimmten Zeit diese Fundkomplexe angelegt worden sind. Oder wenn wir ganz schlicht darauf schauen wollen, an welchen Orten sind ähnliche Objekte gebraucht worden, dann müssen wir auch diese ähnlichen Objekte definieren. Und das einfachste, handlichste ist es eben, dazu überzugehen, eine übergeordnete Klassifikation, Tasse zum Beispiel, zu erschaffen, mit der wir vergleichen können, dass in meinem Küchenschrank noch alle Tassen da sind und in ihrem auch. Und wir können dann über das Gleiche mehr oder weniger reden, auch wenn ihre Tassen sicher komplett anders aussehen werden als meine. Wichtig ist dabei, dass wir immer dies mit einer gewissen Fragestellung tun und Typen deswegen auch mit dieser Fragestellung aufgeladen sind. Typen sind interpretierte Klassen insofern, als wir eine gewisse, nicht nur einfach eine stumpfe Ähnlichkeit oder eine Unterteilung in bestimmte ähnliche Merkmale vornehmen, sondern zum wirklich archäologischen Typ wird es erst, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier Objekte eines ähnlichen Kontextes haben, sei das zeitlich, räumlich oder funktional oder vielleicht auch religiös. Es wird immer davon ausgegangen, dass wir hier tatsächlich Objekte einer ähnlichen Art und Weise vorfinden. Deswegen sind neuere Ansätze, ich glaube, ich muss hier mal kurz eine, eine kleine Unterbrechung, machen wir weiter. Deswegen wird man bei neueren Ansätzen häufig nicht den Begriff Typ finden, sondern eben vielleicht den neutraleren Begriff Klasse, weil man nicht zwingend davon ausgehen kann, dass diese Interpretation, die ja sich meistens auf den vergangenen Kontext bezieht, auch tatsächlich erfasst werden kann. Okay. Diese Typenzuordnung kann jetzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Was wir jetzt bisher besprochen haben, ist dieses auf Artefaktebene. Wir haben ganz unterschiedliche Merkmale hier und wir stellen fest, dass diese Objekte anhand ihrer Merkmale sich mehr oder weniger ähneln. Und wir betrachten diese Objekte deshalb als ein Typ, auch wenn es einzelne Merkmale gibt, die sich vielleicht unterscheiden oder in der Ausprägung der Merkmale gewisse Unterschiede vorhanden sind, also wie viele blaue und wie viele rote Smileys wir haben, das mag sich so ein bisschen unterscheiden. Aber insgesamt, wie auch immer wir dazu kommen, sagen wir, diese Artefakte sind sehr ähnlich genug, dass wir sie zusammenfassen können zu Tassen zum Beispiel. Dann haben wir unseren Typ definiert. Wir haben also eine Vielzahl von Eigenschaften, nämlich die einzelnen Merkmale, zusammengefasst zu einer einzigen Eigenschaft, das die Zugehörigkeit zu diesem Typ. Das können wir jetzt weitertreiben. Wenn wir jetzt auf Befundebene gehen, dann sehen wir gegebenenfalls unterschiedliche Typen vergesellschaftet. Und wenn wir diese unterschiedlichen Typvergesellschaftungen regelhaft finden, dann könnte man dazu übergehen, einen Typ auf übergeordneter Ebene zu erschaffen, nämlich einen Typ, einen Befundtyp zum Beispiel. Und wenn man verschiedene Befundtypen, wie zum Beispiel Gruben, vorfindet mit einer ähnlichen Zusammensetzung von Objekten eines bestimmten Typus darin, könnte man Typen von Fundstellen erschaffen, was auch getan wird, eben Siedlungsfundstellen zum Beispiel und Grabfundstellen, die sich dadurch unterscheiden, dass man unterschiedliche Dinge darin findet. Und so weiter und so fort. Und wenn wir das über Zeit und Raum betrachten können, landen wir irgendwann in der Einteilung in unterschiedliche Stufen und Kulturen. Was man sich hierbei vor Augen führen muss, ist, dass diese Diversität, die am Anfang schon hier in unseren Artefakten vorhanden ist, natürlich bei jedem weiteren Schritt der Skalierung nach oben zunimmt und zunimmt. Und die einzelnen Objekte, die einzelnen Erscheinungen innerhalb dieser Vergesellschaftungen sich immer unähnlicher werden. Das heißt, man nimmt immer mehr Diversität auf. Und auch da ist es eben die optimale Situation, wenn man es schafft, diese Diversität möglichst klein zu halten, dass die Dinge, die man gemeinschaftlich in einen Typ packt, nach wie vor sich eben mehr in sich ähneln, als sie
sich anderen Objekten aus anderen Vergesellschaftungen ähneln würden. Mitnahme hier eben, wir vereinfachen die Ansprache, die Merkmalsvielfalt in eine einfache Ansprache und das können wir auf unterschiedlichen Ebenen so weitervollziehen. Ich hatte schon gesagt, Klassifikation im Allgemeinen oder Wissenschaft im Allgemeinen dient der Reduktion der Komplexität. Klassifikation ist ein Musterbeispiel dafür, um Dinge handhabbarer zu machen. Man versucht sie zu fokussieren auf wichtige Merkmale, Eigenschaften, Attribute und wenn hier wichtig steht, dann bedeutet es eben, wichtig kann wichtig für ganz unterschiedliche Dinge sein, deswegen sind Klassifikationen immer zweckgebunden. Wenn ich diese freundlichen jungen Menschen hier unten betrachte, kann ich aus dem Zweck der Vermeidung von körperlichen Schmerzen sicher schon feststellen, bei welcher Gruppe ich zu welcher Gruppe ich mich eher hinstellen würde oder welche Gruppe ich am ehesten mit vermeiden würde. Auf der anderen Seite sagt diese Grobklassifikation natürlich nichts darüber aus. Jeder einzelne dieser freundlichen jungen Männer hier unten links kann vielleicht sehr nett sein, aber als Gruppe würde ich versuchen, dort eine Nähe zu vermeiden. Also mein Zweck ist damit ganz klar. Und ich ignoriere gegebenenfalls die positiven Eigenschaften oder überhaupt die Eigenschaften von einzelnen Individuen innerhalb der Gruppe, um einen allgemeinen übergeordneten Zweck zu erreichen. Dabei, wie schon gesagt, kann es sein, dass ich das einzelne Mitglied dieser Gruppe unten links zu sehr vereinfache und diese Person vielleicht in Wirklichkeit ein sehr, sehr positives Mitglied der Gesellschaft ist. Jede Vereinfachung führt zu Fehleinschätzungen und diesem muss man sich bewusst sein, eben auch im archäologischen Zusammenhang. Es gibt keine Typologie, die allgemeingültig ist und selbst Typologien, die eben für einen speziellen Zweck geeignet sind, sind aufgrund der Tatsache, dass sie Komplexität reduzieren, per se eigentlich immer Vereinfachung als Vereinfachung falsch. Aber sie sind eben nützlich. Zum anderen sind Klassen in der Regel offene Konstrukte. Das heißt, Mitglieder und Merkmale, Eigenschaften können sich stetig ändern. Wenn ich jetzt eine Klasse von Glockenbechern habe und es gibt Neufunde, dann können diese Neufunde die Klasse der Glockenbecher verändern. Insofern, als dass diese sich vielleicht sehr stark unterscheiden, aber nicht genug, um als andere Objekte, also sie bringen einfach neue Eigenschaften in das Gesamtbild hinein. Und das passiert einerseits für uns über die Zeit, wenn wir neue Funde bekommen, andererseits aber auch durch Veränderungen in der Produktion und in der Nutzung dieser Objekte in der Vergangenheit. Das ist für uns ganz interessant, weil wir hier über die Veränderung, wenn wir die Zeit festsetzen können, die Dynamik, die Veränderung in der Nutzung und Produktion feststellen können. Wenn wir also die Typologie nicht für eine Klassifikation in Hinsicht auf Chronologie verwenden, sondern die Chronologie von anders bekommen, dann können wir mithilfe einer festgesetzten Chronologie feststellen, wie schnell sich bestimmte Eigenschaften verändern, in welche Richtung sie sich verändern und weitere Aussagen über die Gesellschaftslichtveränderungen produzieren. Das klappt aber eben nur, wenn wir diese Typologie nicht schon verbrannt haben, um damit Chronologie zu betreiben, denn ansonsten haben wir wieder einen Zirkelschluss. Okay, wie kann man jetzt an eine solche Klassifikation herangehen? Bisher haben wir ja gesagt, wir gruppieren Objekte nach ihren Eigenschaften, aber in welche Richtung kann man das tun? In beide. Entweder wir teilen und herrschen, indem wir eine große Gruppe in Untergruppe unterteilen, die wir dann wieder, nehmen wir hier Tongefäße, Kultgefäße, Kochgefäße, Vorratsgefäße. Wir nehmen jetzt nur die Kochgefäße, die unterteilen wir wieder. Und die Gefäße für Flüssignahrung können wir auch wieder unterteilen. Wir versuchen also eine Klassifikation zu erstellen aus dem Allgemeinen insbesondere. Und diese Klassifikation wird natürlich dann von außen auf die eigentlichen Objekte aufgefropft. Es kann Klassen geben, die vielleicht gar kein Mitglied haben. Vielleicht finden wir einfach gar keine Kultgefäße. Vielleicht gab es zu der entsprechenden Zeit gar nicht. Das heißt, wir haben das zwar getrennt aus unserer heutigen Weltbild, aus unserer Vorstellung, wie es damals gewesen sein mag,
aber es kommt nicht aus den Objekten selbst heraus. Nichtsdestotrotz, wir wissen ja, dass wir viele Objekte aufgrund der Erhaltungsbedingungen gar nicht vorliegen haben, ist so etwas nicht keine schlechte Klassifikation, denn vielleicht sind diese Kultgefäße aus Holz gewesen, sind alle vergangen und sind trotzdem zur damaligen Zeit da gewesen und haben vielleicht auch zur damaligen Zeit eine klassifikatorische Einheit dargestellt. Also ist es per se nicht schlecht, diese deduktive Klassifikation analytisch absteigend vorzunehmen. Auf der anderen Seite kann man aber aus seiner Sammlung von Objekten, man kann versuchen, diese anhand der einzelnen Objekte bestimmte Merkmale zu bestimmen und dann schauen, welche dieser Merkmale kommen regelhaft immer wieder gemeinsam vor. Zum Beispiel Merkmal 7, 6, 5, 4 und 3 kommen regelhaft gemeinsam vor. Auf der anderen Seite Merkmal 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 8 und 9 kommen auch regelhaft an Objekten gemeinsam vor. Und wenn wir das auf diese Art und Weise identifizieren, das regelhafte gemeinsame Vorkommen, können wir unsere Gesamtheit von Objekten anhand dieser Merkmale vielleicht in einzelne Klassen einteilen. Und wenn wir dann schauen, innerhalb dieser Klassen, welche Merkmale kommen dann regelhaft gemeinsam vor, so haben wir hier zwei Klassen, bei denen 3, 4 und 5 regelhaft gemeinsam vorkommt. Und bei der anderen Klasse ist es 10, 11 und 12. Und damit haben wir eine Klassifikation auf höherer Ebene wieder erreicht und kommen am Ende zu einer Oberklasse, die alles wieder vereint. Also das Ergebnis von beiden Klassifikationen kann sehr ähnlich sein. Wir bauen einen Baum auf, der sich nach unten immer weiter verzweigt und letztendlich auf jedes einzelne Objekt zeigt. Jedes einzelne Objekt ist die kleinste Klassifikationseinheit, die wir vornehmen können. Aber in der Entwicklungsrichtung und in dem Ansatz hier unterscheidet sich das eben sehr stark. Hier gehen wir von dem aus, was wir haben und können deswegen auch nur das sehen und finden, was wir haben. Hier gehen wir von dem aus, was wir erwarten und können deswegen auch und stülpen deswegen unsere Erwartungen gegebenenfalls auch auf die Gefäße auf oder auf die Objekte auf und können deswegen, also beide Varianten sind dafür anfällig, verfälschende Ergebnisse zu produzieren. Hier, weil wir zu viel Wissen mit hineinbringen, hier, weil wir zu wenig Wissen tatsächlich gegebenenfalls haben über die Objekte. Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit ist die zwischen monothetisch und polythetisch. Das sind beeindruckend klingende Worte, es lässt sich aber relativ einfach erklären. Wir wählen ja eine bestimmte Anzahl von Merkmalen aus, als diagnostische Merkmale, mit denen wir unseren Typ definieren wollen. Das können zum Beispiel all diese Merkmale hier sein. Bei einer monothetischen Klassifikation müssen alle Eigenschaften an allen Objekten vorhanden sein, die ich als Typ definiere. Also es müssen immer alle Eigenschaften da sein. Wenn ich zum Beispiel sage, ein Glockenbecher Typ A hat die und die Verzierung, die und die Größe und die und die Form, dann müssen an allen Objekten, die ich als solches klassifizieren möchte, all diese Eigenschaften erfüllt sein. Das ist vielleicht relativ naheliegend und eine sehr, sehr geradlinige Klassifikation. Auf der anderen Seite gibt es auch polythetische Klassifikationen, die sagen, zum Beispiel, entweder ist der Glockenbecher so und so groß und hat die und die Verzierung, oder es handelt sich um einen kleineren Glockenbecher, der dann regelhaft mit einer anderen Verzierung versehen ist. Beide müssen aber aus Ton sein. Und so hat man unterschiedliche Elemente, unterschiedliche Merkmale, die trotzdem auf die gleiche Typdefinition zielen, die in ihrer Zusammensetzung sich unterscheiden können, wo eben immer nur eine bestimmte Anzahl dieser Merkmale erfüllt sein muss, um zu diesem Typ zugerechnet zu werden. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Hiermit kriegt man mit einer monothetischen Klassifikation kriegt man eine sehr, sehr klare und leicht nachvollziehbare Klassifikation, die aber in der Realwelt häufig Objekte hat, weil sie so anders sind, dann wieder eine eigene Klasse erstellen muss, wo dann vielleicht nur ein Objekt drin ist. Bei einer polythetischen Klassifikation kann man sehr viel flexibler sein. Dafür leidet einfach die Nachvollziehbarkeit des Ganzen. Auch hier gibt es keinen richtig oder falsch, sondern es ist immer fragestellungsabhängig. Dann, wenn wir jetzt festgelegt haben, aufgrund von welcher Merkmale und in welcher Richtung stellen wir unsere Klassifikation auf, ist auch die Frage,
wie bilden wir diese Klasse, diese Klassen, oder wie ordnen wir einzelne Objekte diesen Klassen zu? Das, was Mortelius gemacht hat, im Grunde genommen, ist, wir haben hier verschiedene Objekte und wir haben, die wir schon in Klassen eingeordnet haben, und wir haben hier ein neues Objekt und wir fragen uns, ist es eher das oder ist es eher das hier? Oder bildet es eine Eigenklasse? Und wir lösen diese Frage rein durchs Anschauen, durch unsere eigenen Entscheidungen, was wir für am plausibelsten betrachten. Das hat den Vorteil, dass wir den besten Mustererkenner der Welt benutzen, nämlich das menschliche Gehirn, und dass wir auch davon ausgehen können, dass diejenigen, die ursprünglich diese Objekte produziert haben, genau den gleichen Mustererkenner benutzt haben und deswegen wahrscheinlich zu relativ ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen wären wie wir. Das heißt, man nähert sich damit vielleicht einer emischen Perspektive an. Das Problem ist nur, dass wir da keinen Nachweis für finden können, ob es tatsächlich eine prähistorische Klassifikation nahe kommt oder ob wir uns das einfach nur selbst ausdenken. Nichtsdestotrotz ist das menschliche Gehirn eben sehr, sehr effizient darin, Ähnlichkeiten festzustellen und Gruppen zu bilden. Das heißt, eine intuitiv-subjektive Klassifikation kann sehr, sehr erfolgreich sein. Sie muss sich aber dann trotzdem bewähren, und das gilt aber auch für die andere Art der Klassifikation, anhand von externer Evidenz, wenn wir eine bestimmte Funktion in der Vergangenheit damit verbinden wollen, wenn wir sagen wollen, dass unsere Klassifikation nicht nur unserer eigenen Ordnung der Objekte dient, sondern auch in sich eine Bedeutung hat. Die andere Herangehensweise ist eine statistisch-mathematische. Man sucht sich eben tatsächlich sehr klar definierte Merkmale aus, misst diese Merkmale auf eine Art und Weise, dass sie nachvollziehbar ist. Und damit sind wir natürlich beschränkt auf die Objekte oder auf die Eigenschaften, die wir physisch beobachten können und die wir ganz klar und eindeutig definieren können. Und mit Hilfe dieser Merkmale versucht man auf verschiedene Art und Weise Ähnlichkeiten festzustellen oder Unähnlichkeiten festzustellen, besser gesagt, denn das funktioniert sehr viel einfacher, dass man Unterschiede feststellen kann hiermit. Damit produzieren wir Klassifikationen, die nachvollziehbar sind, die unabhängig vom eigentlichen Betrachter sind, die aber eben einen großen Bereich von Informationen außen vor lassen müssen und die quasi zwangsläufig auf relativ einfache Merkmale beschränkt sind, die zwar in ihrer Komplexität, in ihrem Zusammenspiel auch wieder komplex sein können, aber im einzelnen Merkmal, in der einzelnen Entscheidung ist es häufig trivial, was für die Wissenschaft vielleicht auch nicht unbedingt von Nachteil ist, aber man muss dieses System einer statistisch-mathematischen Beschreibung von Objekten schon sehr, sehr gut aufstellen und sehr, sehr genau machen, um an die Qualität einer intuitiven Klassifikation heranzukommen. Letztendlich hat es aber den Vorteil, dass es relativ einfach nachvollziehbar ist und von daher vielleicht, zumindest aus meiner persönlichen Ansicht, das wissenschaftlichere Verfahren. Wenn wir jetzt eine Klassifikation erstellt haben, ist der nächste Schritt, warum machen wir das eigentlich und was können wir damit anfangen? Und das, was wir schon hatten, ist eben Chronologie. Wir gehen davon aus, das ist eine Annahme, die vielleicht nicht ganz unplausibel ist, aber es bleibt eine Annahme, dass ähnliche Objekte zu einer ähnlichen Zeit Verwendung gefunden haben. Das geht ein Stückchen weit zurück und passt ganz gut zu dem, was Montelius schon benutzt hat. Da sich das über lange Zeit bewährt hat, ist es vielleicht auch nicht ganz falsch. Und von daher können wir es nach wie vor benutzen. Wir müssen uns aber durchaus darüber bewusst sein, dass es nur ein heuristisches Mittel ist, dass es in sich keine absolute Beweiskraft hat, nur weil wir eine bestimmte Entwicklung hier sehen können. Um diesen Beweis anzutreten, brauchen wir externe Informationen. Diese Klassifikation dient aber auch ganz anderen Dingen, eben um Gruppen von Objekten zum Beispiel regional zuordnen zu können oder um funktional Einteilungen vornehmen zu können und bestimmte Werkzeugklassen zum Beispiel zu unterscheiden. All das fällt erst dann heraus, wenn wir eine Typologie aufgestellt haben, wenn wir unsere Einzelobjekte sortiert haben, geordnet haben und sie unter einem bestimmten Klassifikationsschema in einzelne Gruppen eingeteilt haben. Dann können wir
auf dieser Ebene weiter argumentieren und schauen, wie diese einzelnen Gruppen sich zueinander verhalten und inwieweit es zum Beispiel zwischen diesen Gruppen auch wieder Überschneidungsbereiche gibt, sogar auf ganz grober Ebene hier Glockenbecher und Schnurkeramik und ein gewisser Bereich dazwischen, wo wir beide Phänomene vorliegen haben. Und dann kann man überlegen, wie das Zusammenspiel dieser beiden Gruppen ist. Wie gesagt, es ist immer eine vereinfachende Komplexität, aber wir können erst darüber reden, wie sich dieses Zwischenfeld hier verhält zwischen Glockenbecher und Schnurkeramik, wenn wir zuerst Schnurkeramik und Glockenbecher definiert haben, als Typ festgelegt haben und dann schauen, wie der Graubereich dazwischen ist. Das heißt, auch eine solche Klassifikation, die Komplexität reduziert und Dinge vereinfacht, heißt nicht, dass sie zwingend zu einfachen Schlussfolgerungen und Interpretationen führen muss, sondern wir können erst über diese Grautöne reden, wenn wir Schwarz und Weiß kennen. Und wir müssen dann trotzdem nicht unbedingt über Schwarz und nur über Schwarz oder Weiß reden. Also auch da kommt es eben letztendlich nicht auf das Werkzeug an, sondern das, was man mit dem Werkzeug macht. Eine Klassifikation kann eben auch zu sehr, sehr komplexen und interessanten Interpretationen führen. Aber warum wir uns jetzt vor allen Dingen beschäftigt haben, ist eben die relative Chronologie, und damit kommen wir wieder zurück zu dem, zur Typochronologie der Nordischen Bronzezeit von Montelius. Jetzt haben wir einen großen Schlenker gemacht und jetzt verstehen wir hoffentlich ein bisschen besser, was diese Typen darstellen, die hier entsprechend aufgeführt sind bei Montelius, und wie wir diese zu bewerten haben, was wir davon annehmen, was wir davon vielleicht ablehnen, wo wir die Probleme in der ganzen Methodik sehen. Und eines der Grundprobleme ist eben, auch wenn es Typochronologie heißt, aus einer Typologie als solches fällt nicht zwingend direkt Chronologie heraus. Hier ist ein Beispiel von Clark, wo wir eine Reihung von Standuhren sehen. Und aus einer typologischen Perspektive macht diese erstmal sehr viel Sinn. Also wir haben sehr einfache Formen hier, die mit der Zeit komplexer werden, ganz im Sinne von Montelius. Wir haben am Ende hier stehend die komplexeste Form. Das wäre vielleicht etwas wie diese Standuhren von einem Archäologen aus dem 19. und Anfang 20. Jahrhundert sortiert worden wären. Netterweise sind diese Standuhren aber mit Produktionszeiten versehen, und wenn wir diese einblenden, auch wenn sie etwas pixelig sind, können wir sehen, dass wir hier zwar tatsächlich das älteste Objekt haben, mit dieser sehr einfachen Form, dass das nächste der Objekt in der Reihe aber tatsächlich das zeitlich jüngste ist, auch wenn es hier typologisch direkt anschließt an das älteste Objekt. Wir können hier also etwas sehen, was vielleicht so eine Art Auf- und Abbewegung darstellt, von einfachen Formen zu komplexen Formen, wieder zu einfachen Formen. Aber auch das geht nicht ganz auf, denn bereits das nächste Objekt hier ist, das nächste jüngste ist ein relativ komplexes, und wir können nicht einfach feststellen, dass wir ein Maximum der Komplexität in der Mitte der derzeitigen Verbreitung hier haben, sondern diese Entwicklungen können sich ganz unterschiedlich vollziehen. Es muss nicht immer vom Einfachen zum Komplexen gehen, es kann vom Einfachen zum Komplexen, zum weniger Einfachen gehen, oder die Diversität innerhalb der einzelnen Gruppen, die wir hier haben, ist einfach so groß, dass wir die tatsächlichen Entwicklungen nicht richtig erfassen können. Das gilt, oder was wir bisher gesehen haben, ist eben die Reihung der Objekte anhand von Ähnlichkeiten, entweder über oder vor allen Dingen über diese intuitive Herangehensweise. Jetzt ist vielfach der Versuch unternommen worden, spätestens seit den 1960ern, aber auch schon früher, das Ganze etwas wissenschaftlicher und stringenter zu gestalten als diese Anschauung der Typenreihen, wie sie Montelius vorgenommen hat. Und eine der Methoden hierfür ist die Seriation. Seriation ist ein kombinationsstatistisches Verfahren, also ein Verfahren, das irgendwie auf Zahlen basiert und das versucht, Kombinationen zu verarbeiten, bei dem zweidimensionale Matrizen, das klingt eindrucksvoll, eigentlich sind es nur Tabellen von Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von archäologischen Funden oder Befunden oder deren Merkmalen, so zu ordnen, dass auf Grundlage der einzelnen Merkmale, dass wir die ähnlichsten Objekte möglichst dicht beieinander haben und die unähnlichsten möglichst weit voneinander entfernt. In der Regel werden Seriationsverfahren in der Archäologie angewandt, um
eine relativ chronologische Ordnung zu erreichen des Materials eines Formenkreises, einer Siedlung oder eines Gräberfeldes. Also man braucht eine gewisse Anzahl von Material. Wir müssen davon ausgehen, dass sich eine gewisse zeitliche Abfolge im Material widerspiegeln könnte, und dann könnten wir versuchen, mit Hilfe dieser Seriation, also dem Versuch, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit festzustellen, eine zeitliche Abfolge herauszuarbeiten. Und auch hier gilt, dass Stratigraphie und Naturwissenschaftsdatierung zum Teil nicht genau genug Auskunft über zeitlichen Zusammenhang von bestimmten Typen, Stilen und so weiter geben. Entweder haben wir sie nicht, Stratigraphie und Naturwissenschaftliche Datierung, oder wir befinden uns zum Beispiel im Hallstattplateau, einer Zeit, in der C14-Datierungen sehr schlecht funktionieren und auf der anderen Seite die modische Entwicklung Hallstatt und Latin so schnell voranschreitet, dass wir mit Hilfe dieser kulturellen Veränderungen sehr viel genauer datieren können und auch verlässlich genauer datieren können, als wir es mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden ohne Dendrochronologie mal ausgenommen tun können. Die Anfänge der Seriation gehen zurück auf Sir Flinders Petrie, der in Ägypten gearbeitet hat und versucht hat, die prädynastischen Gräber zu sortieren. Prädynastisch heißt eben vor deren eigentlichen Königslisten und demzufolge auch vor einer tatsächlichen Niederschrift von bestimmten Jahreszahlen. Also er musste quasi die ägyptische Chronologie nach hinten verlängern, ohne zeitliche Informationen zu haben. Er fängt letztendlich in Zeiten an, wo wir zeitliche Informationen haben, und verlängert das nach hinten raus. Auch hier sehen wir eine Reihung von Formen. Hier haben wir die jüngsten Formen, hier haben wir die ältesten Formen. In Hinsicht auf Ähnlichkeiten, wenn man sich das so anschaut, kann man sehen, hier gibt es einige Linien, die bestimmte Typen verbinden, kann man sehen, dass wir dort Zusammenpassungen und Abfolgen von Objekten haben. Also hier haben wir zum Beispiel bei Reihe 35 bis 42 haben wir diese Schalenform und diese Flaschenform, die er in der nächsten Stufe wiederfindet und die hier als Merkmale seiner einzelnen Bereiche dienen. Und die sind dort vergesellschaftet mit anderen Schalenformen, die wir dann und anderen Becherformen, sage ich mal, die wir dann in jüngeren Zeitabschnitten auch wiederfinden. Also wir schauen aufgrund von Merkmalen, hier vorhanden sind, nicht vorhanden sind, von bestimmten Objekten, wo können wir Bezüge zu einzelnen Fundvergesellschaftungen finden und ordnen diese dann in der richtigen Reihenfolge, davon ausgehend, dass die Objekte, die sich zeitlich am entferntesten sind, auch die unähnlichsten Zusammensetzungen von Objekten darstellen werden. Was wir dabei herausbekommen, ist etwas, was der Montelius-Methode ähnelt, mit dem Unterschied, dass wir hier immer über geschlossene Funde eigentlich, über geschlossene Befunde reden. Also wir haben hier diesen Typus hier, der sich in diesen drei Gräbern findet. Dann haben wir noch weitere Objekte hier, die sich auch in anderen Gräbern finden. Und über das Vorhandensein und Nichtvorhandensein dieser Merkmale wird so eine zeitliche Reihenfolge versucht zu erstellen, indem wir hier den geschlossenen Befund 5 zum Beispiel, der am unähnlichsten ist zu diesem geschlossenen Befund 1, aufgrund des Vorhandenseins und Nichtvorhandenseins der einzelnen Objekte hier sortieren können. Das Ganze basiert auf einigen Annahmen. Typen, Formen, Stile, Merkmale und so weiter besitzen eine unimodale Verteilung, ist die Annahme. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein Merkmal in Mode kommt, ein Maximum der Verbreitung erreicht und dann wieder aus der Mode kommt und nicht, dass wir keine Revivals vorliegen haben. Das ist eine Grundannahme, die bei der Seriation so mit reinfließt. Das muss auch nicht unbedingt immer gegeben sein, wie wir schon vorher gesehen haben. Und durch eine große Anzahl von verschiedenen Beobachtungen, die hier reinfließen, ist das Verfahren auch gegen eine gewisse Verletzung dieser Grundannahme robust. Aber sie ist trotzdem da und
bestimmt letztendlich das Endergebnis des Ganzen. Voraussetzungen sind, die genutzten Merkmale spiegeln bestimmte Strukturen oder Entwicklungen wider, die wir untersuchen möchten. Wir haben geschlossene Befunde oder gesicherte Stratigraphien. Jeder Merkmalsträger, Grabgrube oder jedes Keramikgefäß, benötigt mindestens zwei Merkmale, die beobachtbar sind. Artefakttypen, spezielle Ausprägung des Befundes, Verzierungselement etc. Und jedes Merkmal muss mindestens zweimal im Datensatz vorhanden sein, damit wir hier Beziehungen zwischen den einzelnen Merkmalsträgern und den Merkmalen feststellen können. Wir erinnern uns vielleicht hier an diese Situation. Hier haben wir immer Verbindungen über das gemeinsame Vorhandensein eines Merkmals zum Beispiel festgestellt. Das heißt, um diese Schale hier auswerten zu können, muss sie mindestens zweimal vorhanden sein. Und um eine solche Reihe hier an etwas sinnvoll anknüpfen zu können, an etwas Früheres und etwas Späteres, müssen auch mindestens zwei dieser Objekte vorhanden sein. Ansonsten können wir diese Verbindung nicht herstellen. Nützt uns das Ganze nichts, es gibt keine weiteren Informationen darüber, wie jetzt eine Verbindung zur nächsten Reihe herzustellen ist. Das heißt, man kann später Dinge, die nur ein Element haben, dort mit hineinsetzen, aber sie geben uns erstmal keine neuen Informationen für eine solche Selektion. Wie wird das Ganze dann gemacht? Entweder wir benutzen mathematisch-statistische Verfahren oder das Ganze kann auch von Hand, das ist sozusagen die Variante, die Flinders Petrie auch gemacht hat, von Hand über solche Papierstreifen und Flinders Petrie Variante sah etwas anders aus, aber so von der Grundidee her, wir ordnen diese Objekte, indem wir das gemeinsame Vorhanden- und Nichtvorhandensein von Objekten, von Merkmalen in den Objekten versuchen zu optimieren. Und das ist ähnlich wie das, was Montelius als Typenserie bezeichnet, aber hier fließt diese Information der Typenserie bereits von Haus aus mit hinein in die Ordnung und die Ordnung basiert nicht ausschließlich auf einer Ähnlichkeit innerhalb der einzelnen Typenserien, sondern eben auch die Häufigkeit des Vorhandenseins und Nichtvorhandenseins der entsprechenden Merkmale fließt hier mit rein. Bei Flinders Petrie ursprünglich fließt auch die Stratigraphie mit rein. Heutige mathematische Verfahren ignorieren das meistens, wobei es inzwischen Ansätze gibt, das wieder einzuführen, sondern versuchen nur, dieses Vorhandensein und Nichtvorhandensein von Objekten möglichst so aufzustellen, dass wir hier eine Diagonale bekommen. Mit der Grundidee, wenn frühe Gräber oder hier frühe Gräber vor allen Dingen mit frühen Typen verbunden sind und späte Gräber mit späten Typen, dann ist eine ideale zeitliche Ordnung von frühen Gräbern, wird daraus resultieren, dass auch die einzelnen Typen hier so geordnet sind, dass die frühen Merkmale in diesem Fall oben vorkommen und die späten Merkmale unten, sodass sich letztendlich bei einer richtigen Sortierung, gegeben die Grundannahme einer unimodalen Verteilung, also Aufkommen, Maximumverbreitung und wieder Abflauen der Mode, dass wir dann eben diese Diagonale erhalten würden. Wie die Berechnungen angestellt werden, darauf werden wir hier nicht eingehen. Das haben wir letztes Semester in dem Computerkurs mal gemacht. Das werden wir in der Relativchronologie vielleicht auch nochmal kurz besprechen, aber das würde jetzt zu weit führen. Wichtig ist eben als Deutung dieser latenter Faktor, zum Beispiel eine zeitliche Entwicklung, ist vorhanden, wenn eine deutliche Diagonale der Merkmale innerhalb der Matrix entsteht, wie ich es gerade angesprochen habe, wenn wir tatsächlich ältere Gräber mit älteren Formen und jüngere Gräber mit jüngeren Formen vergesellschaftet haben, dann sollte sich diese Diagonale ausbilden. Absätze in der geordneten Matrix werden meistens als Phasen des Wandels gedeutet. Also wenn sich rapide die Zusammensetzung der Merkmale ändert, wird das als Hinweis darauf gedeutet, dass hier auch eine rapide Entwicklung stattfindet und dass wir an der Stelle sinnvollerweise einen Phasenbruch einführen, was auch immer diese Veränderung der materiellen Kultur tatsächlich bedeutet hat und ausgelöst hat. Die Anzahl von Objekten ist nicht nur das Vorhandensein und Nichtvorhandensein bewertet, sondern die Anzahl der Objekte in den Bestattungen zum Beispiel wird rechnerisch auch mit einbezogen. Und das Ganze ist nachvollziehbar und erweiterbar, weil relativ klar ist, aufgrund von welchen Merkmalen und welcher Herangehensweise diese Sortierung und diese typologische
typochronologische Einordnung, und es ist nichts anderes, vorgenommen wird. Es ist einfach eine sehr viel nachvollziehbarere Variante, als dies einfach nach Gusto und nach der eigenen Einschätzung zu machen. Auf der anderen Seite, wie ich vorhin schon gesagt habe, sind solche Herangehensweisen meistens nicht so sensitiv, wie das menschliche Gehirn es von Haus aus ist. Aber da muss man gegebenenfalls wieder nach Situation und Bedürfnis entscheiden, was ist wichtiger, eine Klassifikation, die sehr, sehr fein ist, oder eine Klassifikation, die wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Nochmal eben zum Verfahren oder zum ein bisschen Überblick. Wir haben hier sozusagen eine Excel-Tabelle oder ein anderes Spreadsheet, wo wir das Vorhandensein und Nichtvorhandensein von bestimmten Merkmalen durch Nullen und Einsen feststellen. Oder wenn wir mehrere Merkmale haben, können hier auch Zahlen reinfließen. Und wenn wir das einfach mal umfärben, dass die Einsen schwarz sind und die Nullen ungefärbt, dann können wir sehen, dass momentan hier ein wildes Durcheinander stattfindet. Und jetzt ordnen wir jetzt durch Verschieben der einzelnen Zeilen und Spalten, entweder von Hand oder mathematisch, das Ganze so um, dass wir eine möglichst optimale Diagonale erhalten. Was dann zu so etwas hier führen kann als Ergebnis, wo wir die Häufigkeit der Vergesellschaftung der einzelnen Merkmale miteinander in Beziehung setzen und dann eine solche diagonale Anordnung der gleichen Zeilen und Spalten bekommen. Wir können hier zum Beispiel sehen, x01 wird hier als sozusagen extrem in der einen Richtung gedeutet. Das ist diese Spalte, diese Zeile, wo die Spalten umsortiert worden sind und die Zeilen eben auch, diese Zeile nach ganz oben kommt. Was das Ganze macht, ist, es fällt eben nicht per se Chronologie dabei raus, sondern die Objekte werden aufgrund ihrer Ähnlichkeit und Unähnlichkeit geordnet und sortiert. Und eine Ordnung, eine Seriation ist erstmal nur eine Aussage über die Ähnlichkeit. Ob da jetzt Chronologie der entscheidend dominante Faktor ist, muss sich immer erst erweisen. Also Ergebnis von Seriation ist nicht zwingend chronologische Entwicklung. Chronologie ist nicht zwingend der dominante Faktor der Ordnung, denn jede einzelne Niederlegung ist zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Gründen mit bestimmten Objekten. Das eine kann eben sein, dass wir eine zeitliche Entwicklung haben und ursprünglich eine andere Zusammensetzung von Elementen, von Eigenschaften vorlag als zu einem späteren Zeitpunkt, dass wir da eine Entwicklung tatsächlich beobachten können. Und wenn das der Fall ist, dann kann eine Seriation eine chronologische Ordnung hervorrufen. Es kann aber auch sein, dass wir Funde aus unterschiedlichen Regionen betrachten und es sozusagen eine regionale Entwicklung gibt, auch wenn alles gleichzeitig ist. Es kann sein, dass wir unterschiedliche Alterszusammensetzungen mit unterschiedlichen Ausstattungskonzepten haben und dass wir dann sozusagen eine Altersreihung der Gräber bekommen. Oder es kann sein, dass wir eine geschlechtsdifferenzierte Bestattungsweise haben und dann könnten wir als dominanten Faktor diese Geschlechtsdifferenzierung mit sehr weiblich ausgestatteten Gräbern auf der einen Seite und sehr männlich ausgestatteten Gräbern auf der anderen Seite bekommen. Was es jetzt endlich ist, dass wir in der Ordnung am stärksten wiedergespiegelt bekommen, muss sich über externe Informationen zeigen. Das kann einerseits in Bezug auf Datierung, eben absolute Datierung oder Stratigraphie sein. Man kann auch die anderen Möglichkeiten durchtesten und schauen, okay, haben wir auf der einen Seite nur Männergräber, auf der anderen Seite nur Frauengräber und wie wahrscheinlich ist es, dass in einer bestimmten Zeit nur Männer und zu einer anderen Zeit nur Frauen gelebt haben? Wahrscheinlich ist das relativ unwahrscheinlich, das heißt, dann spiegelt diese Ordnung wahrscheinlich eher eine geschlechtsdifferenzierte Bestattungsweise wider. Das muss man aber eben extern jeweils überprüfen und es fällt nicht einfach so aus der Seriation heraus. Das heißt, die Seriation ist nur der erste Schritt hin zu einer Interpretation. Ein weiteres Verfahren, und bei der Seriation reden wir immer nur über eine Dimension der Ähnlichkeit. Also wir kriegen hier Objekte, die sich ähnlicher sind, zusammengruppiert, aber es wird nur eine Ebene dieser Ähnlichkeit betrachtet. Mit dem Verfahren der Korrespondenzanalyse, was ein explorativ-statistisches Verfahren ist, ist ein Verfahren, das versucht, Muster zu finden, genauso wie die Seriation, können wir mehr als eine Ähnlichkeitsebene betrachten. Auch diese dient zur Sichtbarmachung von verborgenen Strukturen innerhalb der Daten über Ähnlichkeiten und Unterschiede.
Wie bei einer Seriation brauchen wir eine Kontingenztabelle, also eine Darstellung von Vorhandensein und Nichtvorhandensein von Objekten oder der Anzahl von Objekten. Vorteile der Korrespondenzanalyse, teilweise auch ein Stückchen weit gleichzeitig ein Nachteil, ist die intuitive Interpretation der Ergebnisse, die möglich ist, weil Dinge, die sich ähnlicher sind, zusammengruppiert werden und Dinge, die sich unähnlicher sind, weiter voneinander entfernt gruppiert werden. Aber das kann auch zu Fehlschlüssen führen. Weiterer Vorteil ist die Verarbeitung und Übersicht, die Visualisierung größerer Datenmengen, die man als Mensch nicht mehr überschauen kann. Also sobald es für mich über 20 Objekte hinausgeht, kann ich nicht mehr alle Eigenschaften gleichzeitig im Blick behalten. Und da hilft es, wenn man statistische Verfahren verwendet. Außerdem sind diese Verfahren eben unabhängig von meiner eigenen Anschauung. Das heißt, die sind eben auch intersubjektiv nachvollziehbar. Wir kriegen schöne Streudiagramme und bestimmte Kennwerte, die sich auch sehr gut in wissenschaftlichen Arbeiten machen. Und diese Kennwerte geben zum Beispiel an, wie viel Datenvarianz und Streuung erklärt werden kann, also wie viel von dem an Variabilität, das wir durch unsere Merkmale aufgenommen haben, wir jetzt tatsächlich in eine Struktur übertragen können, die wir in unserem Streudiagramm sehen, und wie viel von der Unterschiedlichkeit eben uns verborgen bleibt, diese Unterschiedlichkeit eben basierend auch nur auf den Merkmalen, die wir tatsächlich vorliegen haben. Das mit dem endimensionalen Raum lassen wir mal hinten überfallen. Okay, ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, auch das ist in der Computerübung, wird das besser erklärt, vielleicht gehen wir in der Relativchronologieübung auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Nichtsdestotrotz bekommen wir bei einer Korrespondenzanalyse einerseits einen Plot, eine Darstellung von Objekten und Merkmalen dieser Objekte, die häufig, wenn wir, oder bleiben wir einfach dabei, wir bekommen ein Diagramm. Dieses Diagramm wird normalerweise, da haben wir zwei Achsen oder zwei Dimensionen, die doch aufgetragen werden, und es werden die Werte auf der einen Dimension und auf der anderen Dimension dargestellt. Das sind im Grunde umtransformierte Eigenschaften, Werte von Eigenschaften, wo bestimmte Eigenschaften, die in die gleiche Richtung zeigen, zusammengefasst werden und Eigenschaften, die unterschiedliche Richtungen zeigen, auf unterschiedliche Dimensionen verteilt werden. Zum Beispiel, wenn wir eine geschlechtsdifferenzierte Bestattungsweise haben, die ganz klischeehaft Schwerter und Beile bei den Männern vorfindet und Schmuck und Keramikgefäße bei den Frauen, dann deuten sowohl Beile als auch Schwerter in die gleiche Richtung und können zu einer Eigenschaft Waffen zusammengefasst werden. Und im Grunde macht das eine Korrespondenzanalyse, fasst bestimmte Eigenschaften zusammen, die in gleiche Richtung zeigen, und versucht so eben unterschiedliche Differenzierungen darzustellen. Die Gesamtunterschiedlichkeit, die wir mit unseren Merkmalen aufgenommen haben, landet in einem Wert, der Inertia heißt. Nicht Intertia, sondern Inertia. Das ist Trägheit und das ist das Maß für die Unterschiedlichkeit. Die einzelnen Dimensionen nehmen einen gewissen Teil dieser Unterschiedlichkeit auf, und wir können feststellen, wie groß der Anteil dieser Unterschiedlichkeit ist. In diesem Beispiel hier haben wir eine Gesamtinertia, die hier nicht angegeben ist, aber wir haben das ist der sogenannte Eigenwert der einzelnen Dimensionen oder Eigenvektoren, hier von 0,37, hier von 0,10, und hier unten sehen wir, wie groß der Anteil an der Gesamtinertia ist. Wenn ich das hier mal so sehe, dann schätze ich, dass die Gesamtinertia eben 0,6 etwa beträgt für die gesamte Korrespondenzanalyse, und 0,37 ist eben in etwa so 57% davon oder ziemlich genau, weil das hier eben genau ausgerechnet ist. Das heißt, auf der ersten Achse zeichnet sich bereits mehr als die Hälfte der Unterschiedlichkeit in den Daten wieder. Die Unterschiedlichkeit der Eigenschaften, der Merkmale, die wir aufgenommen haben. Die zweite Achse hat noch 0,1 Inertia-Anteile auf diesem Eigenvektor, auf dieser Achse, resultiert in einer erklärbaren Trägheit von Inertia von 15%, und die erste und zweite Achse geben uns 72,74% der Gesamtunterschiedlichkeit der Daten an. Das heißt, wenn wir ein solches zweidimensionales Diagramm anschauen, sehen wir 72% der Unterschiedlichkeit unserer Objekte bereits wiedergespiegelt in zwei
relativ einfachen Merkmalsausprägungen hoch, runter, links, rechts. Was dahinter steckt, muss man sich später noch anschauen. Also, welche Eigenschaften sich hinter hoch, runter, links, rechts verstecken. Wenn wir einen latenten Faktor haben, also einen Faktor, einen Einfluss, der so stark ist, dass er auf ganz unterschiedlichen Ebenen wirkt, wie bei der Seriation auch schon, zum Beispiel die Zeit, dann kann es häufig dazu führen, dass sich eine solche Parabel herausbildet. Das wird in den meisten Wissenschaften mit dieser Parabel als störend und als Problem in den Daten betrachtet für die Archäologie, weil wir eben auf diesen latenten Faktor speziell abzielen und den sehen wollen, stellt es ein Gütekriterium für eine solche Seriation dar. Und wenn wir das haben, dann ist zumindest ein solcher latenter Faktor vorhanden. Das kann aber auch, wie bei der Seriation, unterschiedliche Geschlechtsdifferenzierungen sein, die auf unterschiedliche Artefaktkombinationen sich auswirken. Nichtsdestotrotz ist es ein guter Hinweis darauf, dass wir eben eine wichtige Differenzierung vorliegen haben. Man kann die Korrespondenzen auf unterschiedliche Art und Weise durchführen, auch das werden wir jetzt hier nicht im genauen Einzelnen besprechen. Wiederum haben wir als Ausgangsbasis eben so eine Tabelle mit Zeilen und Spalten, wobei die einzelnen Zeilen die einzelnen Objekte, Gräber, Keramikgefäße und so weiter treffen, darstellen und die einzelnen Spalten, die einzelnen Merkmale, sei es Vorhandensein von Typen, wie wir vorhin eben bei der Skalierung des Typenkonzeptes gesehen haben, Vorhandensein von einzelnen Typen in den Gräbern oder Vorhandensein von einzelnen Merkmalen auf Keramikgefäßen, das hängt davon ab, was man betrachtet. Wir landen wieder bei einer solchen ungeordneten Tabelle. Und wenn wir jetzt die Korrespondenzanalyse auf dieser Tabelle durchführen, dann bekommen wir eine Sortierung der Merkmale und wir können sehen, dass hier dank der eingeblendeten Ellipsen wird das auch schön und suggestiv deutlich, dass wir hier zwei Gruppen haben, die vielleicht eben zu unterschiedlichen Ausprägungen dieser Gefäße führen. Und die Merkmale sind hier eben auch entsprechend angeordnet. Das heißt, dieses Merkmal F kennzeichnet vor allen Dingen diese Art von Gefäß, wohingegen dieses Merkmal A dieser Art von Gefäß sehr stark kennzeichnet. Und wir bekommen hier eben auch eine Klassifikation. Auf der anderen Seite die Reihenfolge der Objekte auf der ersten Achse hier produziert auch eine Seriation. Wenn wir das auftragen und hier zum Beispiel 06 ist ja auch ganz oben, 27 ist hier und wenn wir das hier durchgehen bis 21, 37 ist hier bei unserer ursprünglichen Seriation ganz unten gelandet, landet auch hier auf der Korrespondenzanalyse relativ weit in dieser Richtung entfernt von diesen Werten. Das heißt, was hier aus der ersten Achse rausfällt, ist im Grunde auch eine Seriation, die ein bisschen anders aussieht als die Seriation, die man zum Beispiel mit einem Reciprocal Averaging Verfahren produzieren kann. Das ist eben die andere Variante, aber die auch eine sehr, sehr sinnvolle Seriation meistens darstellt. Und deswegen ist heutzutage vor allen Dingen Seriation basiert auf Korrespondenzanalyse. Man nimmt normalerweise diesen ersten Eigenvektor und produziert damit die Seriation. Bei unserem Beispiel hier haben wir den Eigenvektor 1 mit 42%, den Eigenvektor 2, also die Y-Achse mit 21%. Zusammen erklärt diese zweidimensionale Darstellung also etwa 63-64% der Unterschiedlichkeit in den Daten. Wir sehen also schon sehr viel Struktur in den Daten allein auf diesen zwei Dimensionen und können daraus ableiten, dass diese Gruppen von Gefäßen in sich relativ stabil ist und dass wir tatsächlich eine deutliche Unterscheidung vorliegen haben. Wie interpretiere ich das Bild? Hier haben wir es relativ einfach vielleicht, weil wir diese zwei Gefäßgruppen aus dem Ganzen heraus kristallisieren können, weil sie ursprünglich auch so reingesteckt worden sind. Es muss bei der Interpretation der Korrespondenzanalyse muss man sich die einzelnen Ausprägungen anschauen. Also einerseits eben, wir haben hier schon gesehen, die Merkmale sind in der Darstellung, werden auch mit aufgetragen, nicht nur die einzelnen Objekte. Das heißt, man kann sich schauen, wie diese Merkmale sich verteilen und sehen, dass wir hier zum Beispiel einiges an Schmuckobjekten haben und hier einiges an Steingeräten, sodass hier anscheinend eine Differenz zwischen Schmuckobjekten und Steingeräten vorliegt. Hier haben wir den Dolch auch noch dabei. Also da kann man schon mal sehen, es gibt so eine gewisse Struktur hier, die vielleicht einen Hinweis darauf
gibt, wie diese Trennung der einzelnen Fälle in diesem Beispiel hier erfolgt. Wenn wir uns dann nochmal genauer anschauen, so die klassische Abfolge, wir schauen mal, ob sich eine geschlechtsdifferenzierte Bestattungsweise herauskristallisiert, und die Antwort ist ja. Also wir haben auf dieser Seite mehr männliche Bestattungen, identifiziert durch diese Rauten. Auf dieser Seite mehr weibliche Bestattungen, identifiziert durch die Dreiecke. Wir haben hier also wahrscheinlich eine geschlechtsdifferenzierte Bestattung vorliegen. Wichtig ist dabei, wenn wir jetzt diese Objekte mit hineinplotten, zu den Merkmalen, die hier durch diese Kreuze dargestellt sind, der Abstand der Objekte zu den Kreuzen heißt nicht, darf nicht direkt miteinander verglichen werden, bloß weil dieses Objekt hier sehr nah an diesem Merkmal ist, Dolch, heißt es nicht zwingend, dass dieses Objekt, dieses Grab zum Beispiel auch tatsächlich einen Dolch hat. Es kann sein, dass es zum Beispiel dieses Objekt hier, Panknochen, was auch immer das da ist, und gleichzeitig eines von diesen Objekten, Draht G, besitzt und deswegen in so einer Mittelposition landet, die zufällig recht nahe an diesem Dolch ist, und dieses Grab kann nahe daran sein, auch wenn es gar keinen Dolch beinhaltet. Zusätzlich gibt es noch ein metrisches Problem, warum die beiden Abstände nicht miteinander verglichen werden können. Also man darf nicht direkt aus dem nahe beieinander Plotten von Merkmalen und Objekten schließen, dass diese Merkmale eben für diese einzelnen Objekte auch tatsächlich definierend sind. Gut, also bei dieser Korrespondenzinsel konnten wir schon mal feststellen, dass es hier eine gewisse Sortierung links Frauengräber, rechts Männergräber gibt. Jetzt haben wir aber noch diese Dimension hier. Vielleicht kann man da nochmal weiterschauen. Man könnte zum Beispiel die Regionalität plotten. Auch hier sehen wir, dass bestimmte regionale Merkmale sich gruppieren. Das ist die gleiche Korrespondenzanalyse, aber wir sehen hier zum Beispiel, dass wir hier vor allen Dingen den Mittelelbe-Saale-Raum vorliegen haben, und hier sammeln sich zum Beispiel die Funde aus der Südwestslowakei. Also wir haben einerseits auf dieser ersten Achse das Geschlecht abgebildet, aber gleichzeitig auch eine räumliche Komponente. Und das wird meistens der Fall sein, dass man auf einer dieser Korrespondenzanalyseachsen nicht nur ein Merkmal zu fassen bekommt, Zeit zum Beispiel, aber auch häufig das mit einem anderen Merkmal verknüpft ist. Und hier könnte das an der unterschiedlichen geschlechtsdifferenzierten Bestattungsweise in der Südwestslowakei gegenüber dem Mittelelbe-Saale-Raum zum Beispiel liegen. Und das eröffnet Möglichkeiten für weitergehende Interpretationen. Um jetzt sich dem Ganzen zu nähern und zu verstehen, was tatsächlich hier abgebildet ist, muss man wieder in einzelne Objekte rangehen, die einzelnen Gräber zum Beispiel, und sich genau anschauen, was da drin ist, wo die liegen, und möglichst viele externe Informationen dazu holen. Und dann kann man aus einer solchen Ordination, aus solcher Gruppierung von Objekten mehr Informationen heraus interpretieren, als man einfach so durch den Plot sieht. Oder, da wir über relativ chronologische Abfolgen reden, man kann zum Beispiel auch C14-Daten hineinplotten und sehen, dass wir hier bei diesem Beispiel der Schnurkeramik auch oder Schnurkeramik und andere Erscheinungsformen, dass wir hier durchaus eine zeitliche Abfolge vorliegen haben. Wenn wir uns die C14-Daten anschauen, so sind diese hier in diesem Bereich grundsätzlich älter als in diesem Bereich. Aber wir haben auch einige sehr junge Daten hier im mittleren Bereich, zum Beispiel dieses Grab hier oder diese. Also letztendlich stellt das Grabfunde da diesen Fund hier, sodass eben nicht eine rein zeitliche Abfolge direkt hier rausfällt. Trotzdem insgesamt scheint sich eine zeitliche Orientierung zwischen von alt nach jung darzustellen. Letztendlich sind diese Achsen, die man auf einer Korrespondenzanalyse findet, immer eine Mischung zwischen unterschiedlichen Faktoren. Manchmal dominiert das eine mehr, manchmal das andere mehr. Das heißt, hier kann eine relative zeitliche Abfolge herausfallen, aber es ist nicht zwingend gesagt, dass sie rein zeitlich ist und dass sie auch direkt sauber ist. Und das gilt für alle anderen Verfahren ebenso, also so auch für die Seriation, wie auch für die Beurteilung durch intuitive Verfahren. Letztendlich reden wir immer nur über Ähnlichkeiten, und unsere Grundannahme ist, Ähnlichkeiten entwickeln sich vor allem über die Zeit. Wenn das zutrifft, dann können wir mit einer solchen typologischen Methode eine zeitliche Abfolge feststellen. Gibt jetzt den Fall, wir haben die richtigen Merkmale. Es muss aber eben nicht immer der Fall sein. Und wenn es nicht der Fall ist, dann können
können wir sehr leicht auf den Holzweg geraten, wenn wir zu sehr unseren Methoden vertrauen. Also auch die Ergebnisse einer Korrespondenzanalyse sind nicht immer zeitlich, nicht immer chronologisch, sondern es können auch andere Eigenschaften wiedergespiegelt werden, wie wir es bei der Selektion hatten: Alter, Geschlecht, soziale Stellung, wirtschaftliche Möglichkeiten, Regionalität, Funktionalität innerhalb eines Systems. All das kann als latenten Faktor eine Rolle spielen und wird auch immer die Ordnung beeinflussen. Selbst wenn Zeit dominante Faktor ist, so haben wir immer Nebeneffekte durch andere Einflüsse, die eine Rolle spielen. Und um etwas als chronologische Ordnung zu interpretieren, müssen wir externe Informationen dazu haben. Auch für jede andere Interpretation brauchen wir externe Informationen, die eine Hypothese, die wir aufgrund dieser Korrespondenzanalyse erstellen, unterstützen. Und ich hatte ja gesagt, Korrespondenzanalyse ist ein explorativ-statistisches Verfahren, das heißt, es ist ein Verfahren, um Muster zu finden, und genau das tut es auch, genauso wie die Seriation und letztendlich auch genauso wie das intuitive Verfahren einer typologischen Relativchronologie. Wir stellen die Hypothese auf, dass wir dort eine zeitliche Reihenfolge haben, und um diese Hypothese zu überprüfen, brauchen wir externe Informationen. Das ist letztendlich bei all diesen Verfahren auf die gleiche Art und Weise vorhanden. Vor- und Nachteile von explorativer Statistik als solche für diesen Zweck ist, es ist eben nachvollziehbar und leicht kollaborativ durchführbar. Im Gegensatz zu methodisch teils undurchsichtigen typochronologischen Klassifikationen aufgrund von subjektiver, intuitiver Zuansprache. Selbst wenn diese richtig sein mögen, können sie schwer nachvollzogen werden. Und gesetzt den Fall, man hat eben den perfekten Kenner einer bestimmten Keramikform und diese Person schafft es tatsächlich, eine perfekte zeitliche Sortierung mit Hilfe der ihr inhärenten Klassifikationsmechanismen zu treffen, die sie einfach subjektiv macht. Stirbt diese Person, ist diese Erfahrung für die Wissenschaft verloren und kann auch nicht weiter nachvollzogen werden. Das heißt, der Vorteil eines statistischen Verfahrens ist, dass die Nachvollziehbarkeit und Nachnutzung möglich ist, dass es ein nachhaltigerer Ansatz ist. Außerdem kann bei diesen Verfahren relativ leicht neue Daten hinzugepackt werden, um diese in bestehende Systeme einzuhängen, weil die Merkmale bzw. die Bedingungen, die Charakteristika relativ leicht nachvollziehbar vorliegen und man deswegen neue Daten eben leicht in eine solche Serie einhängen kann. Nachteil ist, die Ergebnisse sind häufig nicht eindeutig interpretierbar, wie wir zum Beispiel hier gesehen haben, wo wir den Raum und die Geschlechtsdifferenzierung vorliegen haben. Gibt also die Möglichkeit, interessante Interpretationen aufzustellen, aber die Realität ist eben auch häufig nicht eindeutig interpretierbar. Und bei einer subjektiven Klassifikation kehren wir einfach relativ viel von dieser Uneindeutigkeit unter den Teppich. Die Ergebnisse können leicht manipuliert werden. Man kann nämlich leicht einzelne Datensätze rausnehmen als extreme Werte aus der Analyse herausnehmen, solange bis die Analyse auf das Ergebnis kommt, das man möchte. Das ist aber auch bei anderen Seriationen oder auch bei der subjektiven Klassifikation der Fall. Und Grundproblem ist, dass man, um die Algorithmen zu verstehen, wirklich zu verstehen, was da passiert, in die Statistik eintauchen muss ein Stückchen weit. Und das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Unsere Hauptaufgabe ist es, Informationen mit Vergangenheit zu sammeln. Und hierfür muss man ein Stückchen weit immer einen Kompromiss machen zwischen, wie weit muss ich das Verfahren verstehen, um grundsätzlich zu wissen, was damit passiert, und wie viel zusätzliche Arbeitszeit muss ich investieren, um es tatsächlich hundertprozentig zu steigern, und nützt mir das etwas für meinen weiteren Arbeitsweg und für meine eigentliche Fragestellung, die ja meistens eine prähistorische ist. Nur noch kurz zum Ende. Ein kleines Werkzeug, das Sie nutzen können, um eine Seriation in der Korrespondenzanalyse durchzuführen. Es gibt verschiedene Werkzeuge dafür. Eines, was ich erstellt habe, ist Tosca. Das können Sie unter der Adresse hier http://tosca.archaeological.science aufrufen, und da können Sie einen Datensatz aus einem Tabellenkalkulationsprogramm hineintun.
und dann eine Serration oder eine Korrespondenzanalyse durchführen und diese auf unterschiedliche Arten und Weisen anschauen und damit weiterarbeiten. Okay, wir haben punktgenau 1 Stunde 45 jetzt erreicht. Das heißt, ich bin jetzt auch zum Ende gekommen. Fragen, sofern sie vorhanden sind, können Sie mir bitte als erstes noch per E-Mail stellen. Wir schauen mal, ob wir noch ein anderes Format aufstellen können, in dem das Ganze etwas intersubjektiver stattfindet. Momentan müssen wir aufgrund der gegebenen Situation erstmal mit dieser sehr frontalen, reinen Videopräsentation leben. Aber ich denke, das Ganze wird sich noch weiterentwickeln. Die Krise als Chance, das ist durchaus auch jetzt auch eine Möglichkeit, dass Online-Lernformen sich weiterentwickeln können. Und ich hoffe mal, dass wir trotz der Einschränkungen hier zu einem sinnvollen gemeinsamen Lern- und Lehrerlebnis kommen werden. Nächste Sitzung wird sich um Dendrochronologie und Dendroarchäologie handeln. Ursprünglich war dafür vorgesehen, dass wir uns das direkt im Prozess anschauen können und selber auch einmal durch ein Mikroskop durchschauen können und vielleicht ein paar Serien durchmessen können oder zumindest ein paar Messungen als solches vornehmen können. Das muss jetzt leider flachfallen, also werde ich mir im Laufe der nächsten Woche überlegen, wie ich Ihnen das trotzdem nahebringen kann. Wahrscheinlich wird es eben auch eine frontale Geschichte über ein Video sein. Ich werde aber trotzdem auch mal schauen, dass ich noch anderes Material zusammenstellen kann, dass Sie da einen etwas lebhafteren Einblick bekommen. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben zu dieser Sitzung oder allgemein oder Vorschläge haben, wie wir das Ganze noch besser für Sie gestalten können, schicken Sie mir gerne eine E-Mail und ich melde mich auf andersrum sowieso gleich bei Ihnen, um Ihnen zu sagen, dass dieses Video fertig produziert worden ist und online ist. Und ja, lassen Sie uns das Beste daraus machen. Ich wünsche Ihnen erstmal eine schöne Woche.